Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 281 vom 10. März 2022. Ganz herzlich willkommen zur Sendung, in der wir die Lage hierzulande und in der Welt zusammenfegen und zusammentragen, so uns die Ereignisse interessieren und wir sie für relevant halten. Zwei ganz wichtige Faktoren. Mein Name ist Philipp Banse, ich bin Journalist. Und ich bin Ulf Burmeier, Jurist aus Berlin. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie immer fangen wir an mit einer kurzen Durchsage zu unseren Hausmitteilungen. Das betrifft in dieser Woche wahrscheinlich ein letztes Mal die Lage live. Wir haben ja Anfang April eine kleine Tournee geplant, wo wir in München, Dresden und Hamburg Station machen. Und die gute Nachricht für uns, die schlechte Nachricht für alle, die noch kein Ticket haben, ist, die Shows sind so gut wie ausverkauft. Ihr müsst jetzt also ganz, ganz, ganz schnell sein, wenn ihr noch ein Ticket klicken wollt. In Hamburg gibt es gar keine mehr, Philipp. Anders in München und Dresden, da haben wir noch Restkarten. So sieht's aus. München am 6.4., da gibt es noch 5 Plätze, haben wir gerade mal nachgeguckt. Und Dresden am 7.4. gibt es noch 10 Tickets. Also kleine Chance habt ihr noch, aber wir müssen uns natürlich auch an die Corona-Limits halten. Insofern ist das auch ein sehr beschränktes Gut. Wer also noch was haben will, sollte sich beeilen. Die Links findet ihr in den Shownotes und auf lagedernation.org oben rechts in dem Menü. Werbung. Dass Coro die Adresse ist, um euch nachhaltig mit haltbaren Lebensmitteln einzudecken, dürfte euch mittlerweile bekannt sein. Leckere Öle, Sojageschnetzeltes, Kaffee, Nüsse aller Art, Mehle, Samen, von Sesam bis Pinienkern, da gibt's einfach nichts Besseres als Coro. Die haben auch so Sachen wie Bio-Mikrowellen-Popcorn und vegane Burger-Patties aus Aubergine. Aber neu ist Coro Fresh. Mit Coro Fresh könnt ihr euch auch frisches Gemüse und Obst nach Hause liefern lassen. Generell gilt bei allem, Coro versucht direkt bei Produzenten und Produzentinnen einzukaufen und Coro verwendet große Verpackungen, um Müll zu vermeiden und Recycling zu erleichtern. Bestellt einfach mal was unter corodrogerie.de und ihr bekommt als Lagehörerinnen und Hörer 5% Rabatt mit dem Kennwort Lage Coro. Lohnt sich in jeder Hinsicht. Lage.coro 5% Rabatt. Werbung. Damit kommen wir zu unserem ersten Thema. Das ist auch in dieser Woche wieder der Krieg in der Ukraine. Natürlich das Thema, das die Nachrichtenlage dominiert. Wir versprechen euch aber, wir haben auch noch ein paar andere Themen für euch vorbereitet am Ende dieser Sendung. Aber wir steigen ein mit dem Krieg in Europa. Das muss man sich immer wieder überlegen. Es ist Krieg in Europa, Philipp. Und immerhin geht dieser Angriffskrieg inzwischen schon in die dritte Woche. Und es ist die wohl brutalste Aggression in Europa seit dem Jahr 1945. Wir schauen zunächst mal auf die militärische Lage. Philipp, was ist da los? Ja, die russischen Truppen sind noch auf dem Vormarsch. Es geht aber langsam voran und dennoch muss man, glaube ich, sagen, schon auch irgendwie stetig voran. Sie beschießen alles Mögliche, also haben AKWs beschossen und besetzt. Die IAEA, also die Internationale Atombehörde, hat, sagt sie, die Verbindung zu zwei Atomreaktoren in der Ukraine verloren. Also Verbindung heißt, die überwachen ja quasi das Geschehen dort. Die sagen, momentan können wir es nicht mehr überwachen. Es sei aber keine akute Gefahr. Was immer das heißt. Na, was immer das heißt. Aber die russischen Soldaten, der Eindruck zumindest, der verstärkt sich. Da werden viele doch verheizt. Putin sagt zwar, er setzt keine Wehrpflichtigen ein, aber Bilder, die wir sehen, wecken doch erhebliche Zweifel daran, ob da wirklich nur Berufssoldaten unterwegs sind. Denn offenbar sind es eben doch viele Wehrpflichtige aus geografisch und sozial auch benachteiligten Familien. Denn wer in Russland studiert oder eben Geld hat, um sich freizukaufen, der muss eben nicht zum Militär. Und so war das auch in vielen anderen Kriegen, dass gerade in den Panzern, gerade in der Infanterie, im Heer, viele, viele junge, unerfahrene Wehrpflichtige einfach in den Krieg geschickt wurden, von dem sie gar nicht wussten, dass er auch stattfindet. Ja, das ist das Schockierende. Ne? Also Interviews mit russischen Kriegsgefangenen sprechen dafür, dass man denen gesagt hat, es handele sich um ein Manöver. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also wie verantwortungslos kann man eigentlich mit seinen eigenen Leuten umgehen? Denn natürlich verhält sich ein Soldat auch völlig anders, ob man ihm sagt, das ist jetzt hier ein Manöver und du fährst jetzt eben ganz entspannt irgendwie mit deinem Panzer spazieren. Oder ob man ihm sagt, hier, du musst jederzeit mit Feindbeschuss und Panzerabwehrraketen rechnen. Genau, es hat ja auch viele Aussagen jetzt gegeben, die dokumentiert sind, dass die Leute zum Teil überrascht waren, dass die da nicht mit Applaus begrüßt werden in der Ukraine, sondern beschossen werden. Die Moral, die Kampfmoral scheint schlecht zu sein. Muss man mal sagen, scheint, ne? Weil niemand wirklich belegbare und verifizierte Informationen hat. Aber die Quellen, aus denen diese Informationen stammen, die nehmen doch zu.
Ja, und also per Saldo entsteht der Eindruck, dass es Putin und seiner Kamarilla überhaupt nicht darum geht, seine eigenen Soldaten wieder lebend nach Hause zu bringen, ne, sondern die werden da ganz schön verheizt. Ja, aber die humanitäre Situation ist natürlich nicht nur für Angehörige der Aggressorenarmee dramatisch, sondern vor allem auch für die Zivilbevölkerung in der Ukraine, denn die russische Armee hat in den letzten Tagen auch massive Angriffe gegen die Menschen im Land zu verantworten, was wahrscheinlich so das Schlimmste war, was in den Nachrichten in den letzten Tagen hochgepoppt ist. Ist das unter anderem eine Geburtsklinik in der belagerten Stadt Mariupol bombardiert wurde. Die Zahl der Opfer ist nicht bekannt, aber die Bilder, die man von dort so sehen konnte, sahen schon schockierend aus. Die russische Armee sagt, das war früher mal eine Geburtenklinik, heute war es Unterschlupf für die ukrainische Armee. Kannst du natürlich immer sagen, ne, dass sich irgendwo ein Soldat versteckt. Genau. Hält. Da mit dem Argument kannst du alles in die Luft jagen. Ne? Mit dem kannst du alles in die Luft jagen. Ich will nur sagen, es ist halt einfach schwer, belastbare Informationen zu bekommen. Es gab immer wieder Versuche, Korridore zu öffnen. Fluchtwege, quasi. Genau, um die Menschen aus diesen zum Teil belagerten Städten rauszuholen. Das hat nachweislich oft nicht geklappt. Dann, glaube ich, heute Morgen hat es dann doch mal geklappt. Mittlerweile sollen so 50.000 Menschen aus diversen Städten über diese Korridore aus urbanen Zentren doch entkommen sein. Aber russische Truppen blockieren dann auch die Fluchtrouten aus diversen Städten. Immer wieder, ne? Das Problem ist einfach, selbst wenn es so einen Korridor gibt und eine Vereinbarung über einen Korridor, dann weiß einfach niemand, ob dieser Korridor jetzt auch hält. Es gab nämlich auch Beispiele dafür, wie diese Fluchtrouten allen Ernstes vermint worden sind oder wie die russische Luftwaffe so Minibomben auf diese Fluchtrouten abgeworfen hat. Das sind so kleine grüne Plastikteilchen, ne? Die fliegen halt in die Luft, wenn man die anfasst. Und dann kann man sich vorstellen, für Kinder sieht das aus wie ein kleiner Schmetterling. Ne? Also möchte man sich gar nicht ausmalen. Das hat es immer wieder gegeben. Auch in Afghanistan hat die russische Armee diese wie Spielzeug erscheinenden Sprengkörper abgeworfen, was auch da eben entsprechende Opfer unter der Zivilbevölkerung, vor allem unter Kindern, gefordert hat. Ja, fällt einem aus einer moralischen, menschlichen Perspektive wenig zu ein. Philipp, außerdem führt natürlich die Gewalt dieser Kämpfe dazu, dass sich inzwischen Millionen Menschen auf die Flucht begeben haben. Über 1 Million sind wohl jetzt auf der Flucht. Viele andere denken sicher noch darüber nach. Herr Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, sagt, die halbe Stadt sei mittlerweile geflohen. Viele dieser Menschen landen erstmal in Polen, aber auch in Ungarn und Slowenien, kommen häufig auch bei Verwandten und Freunden unter, aber eben nicht nur. Zehntausende kommen auch in Deutschland an, vor allem in Berlin. Ich war da auch mal auf dem Bahnhof, habe mir das so angeguckt. Da sind auch viele freiwillige Deutsche unterwegs, die denen halt Informationen geben, weiterreichen, erzählen. Ja. Und es werden jetzt wohl in Berlin auch Zentren eingerichtet, damit die Geflüchteten da erstmal unterkommen können. Ja, es scheint aber relativ gut zu funktionieren, dass die auch eben in privaten Quartieren unterkommen. Ich habe inzwischen auch im Freundeskreis Leute, die da einen Platz geschaffen haben. Bei mir daheim geht es leider nicht. Ansonsten hätte ich mir das auch vorstellen können, denn das ist natürlich so die praktischste Art und Weise, wie man Menschen einfach helfen kann. Ne? Wenn man ihnen schlicht und ergreifend ein Dach über dem Kopf bietet. Philipp, du hast hier noch reingeschrieben, es wird allerdings an den Grenzen teilweise auch einen Unterschied gemacht zwischen Ukrainern und anderen Geflüchteten. Naja, nicht nur an den Grenzen, sondern insgesamt bei der ganzen Behandlung und dem Umgang mit diesen geflüchteten Menschen in der EU, denn der Status ist ja ein anderer. Mit dem ukrainischen Pass kannst du schon seit Jahren visafrei in die EU einreisen und hast 90 Tage Aufenthaltsrecht. Und diese Leute können sich frei bewegen. Die sind nicht Gegenstand von irgendwelchen Zuweisungsmaßnahmen. Weißt du, du bist jetzt hier, hast einen Antrag gestellt, Asylantrag, und dann bitte schön hier bleibe oder dahin gehen. Das geht damit alles nicht. Und die Schutzsuchenden dürfen dann auch nicht einfach in ein anderes EU-Land zurückgeschickt werden. Also die haben einfach ein bisschen einen anderen Status und andere Rechte. Und das wird sicherlich auch auf dem Gipfel jetzt in Versailles der EU-Ratschefs Thema sein, wie man mit diesen Menschen umgeht. Aber da ist die Einigkeit überraschend groß, gerade verglichen mit 2015. Also da ist Europa doch momentan in einer ganz anderen Position und viel hilfsbereiter. Ja, was natürlich wiederum auch, das hatten wir in der letzten Woche schon angedeutet, auch Kritik auf sich zieht, dass jedenfalls der Eindruck nicht völlig fernliegt, dass da auch rassistische Motive eine Rolle spielen. Ne? Frei nach dem Motto, die Menschen aus der Ukraine, die sind ja irgendwie so wie wir, ne, kaukasisch irgendwie anmutend, während, keine Ahnung, Menschen mit einem afrikanischen Hintergrund oder aus Fernost oder so, die wollen eben manche nicht ganz so gerne sehen. Und da kann man sich schon sehr die Frage stellen, ob nicht ein Mensch auf der Flucht einfach mal ein Mensch auf der Flucht ist. Ne? Dann gibt es auf der diplomatischen Ebene aber auch zumindest Bewegung. Man neigt natürlich bei sowas immer dazu, irgendwie daran große Hoffnungen zu knüpfen. Also es gibt erneute Gespräche zwischen Russland und der Ukraine, diesmal in der Türkei, diesmal auf Ebene der Außenminister, also immerhin, eine Ebene höher. Ergebnisse Stand heute, Donnerstag, 14:30 Uhr, keine.
Ja, und mal ganz ehrlich, das kann jetzt auch nicht so richtig verwundern, wenn man sich mal die russischen Forderungen anschaut, die da verlautbart wurden, insbesondere vom Kreml-Sprecher, wie heißt er nochmal, Philipp? Peschkow. Peschkow, genau, Herr Kreml-Sprecher, der hat das nochmal aufgelistet, was man sich so alles vorstellt. Das klingt so ein bisschen wie, wünsch dir was. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, nimmt man diese Verlautbarung aus dem Kreml wortwörtlich, ja, dann wäre es für die Ukraine ganz einfach, den russischen Angriffskrieg zu stoppen. Sie müsste nämlich einfach nur eine Liste von Forderungen erfüllen. Ne? Sie müsste in Anführungsstrichen nur verbindlich anerkennen, dass die Krim zum Beispiel zu Russland gehört, ist ja seit 2014 von Russland besetzt. Sie müsste anerkennen, dass die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk im Osten der Ukraine künftig selbstständige Staaten sind. Die Ukraine müsste darauf verzichten, in die EU und in die NATO einzutreten. Und das soll sogar auch in der Verfassung festgeschrieben werden, fordert Peschkow, denn die Ukraine sollte Verfassungszusätze verabschieden, nach denen die Ukraine eben alle Ziele ablehnt, irgendwann irgendeinem Block beizutreten. Ja. Ansonsten sei die Ukraine natürlich ein unabhängiger Staat, der leben wird, wie er will, aber unter Bedingungen der Neutralität. Genau. Und natürlich unter der Gefahr, dass die russische Armee, wenn es gerade mal in Kram passt, wieder die Grenze überschreitet. Ne? Dementsprechend muss man sagen, ist die Position der Führung in Kiew, insbesondere des Präsidenten Zelensky, natürlich eine etwas andere. Er sagte dem amerikanischen Fernsehsender ABC, grundsätzlich mal sei er zu Gesprächen bereit und wolle er den Krieg beenden, aber die russischen Forderungen lehnt er im Kern ab, wobei er da durchaus differenziert. Also die Unabhängigkeit der selbsternannten Volksrepubliken oder die russische Herrschaft über die Krim anzuerkennen, das kommt für ihn, so sagt er jedenfalls, nicht in Frage. Zugleich muss man sagen, ist aber natürlich allen klar auf dem diplomatischen Parkett, die Ostprovinzen werden de facto zu Russland gehören, ob nun als irgendwelche nur von Russland anerkannten Satellitenstaaten oder tatsächlich durch Eingliederung in das russische Staatsgebiet. Da fand ich ja ganz interessant dieses Statement von diesem einen Geheimdienstchef in der Sicherheitsratssitzung in Moskau, das wir vor 2-3 Wochen hatten, der sich ja schon quasi versprochen hat, der im Skript so eine Seite zu weit nach vorne geblättert hatte, wo er sagte, ja, ich bin auch dafür, dass die Republiken in das Staatsgebiet der russischen Föderation eingegliedert werden, wo Putin ihn dann zurückpfeifen musste. So, soweit sind wir noch nicht. Noch nicht, hat er nicht gesagt. Nein, darüber aber reden wir jetzt nicht. Ja, so, aber es war offensichtlich, dass der Typ irgendwie in seinem Briefing mitbekommen hatte, da soll es auf Dauer hingehen, und der hatte sich einfach so ein bisschen verhaspelt. Also in anderen Worten, dass das der russische, oder jedenfalls eine russische Perspektive auf diese Ostprovinz ist, dürfte klar sein. Außerdem ist eigentlich für alle Beobachtenden auch deutlich, dass die Krim weg ist. Ne? Das ist halt die Frage. Ne? Also ich finde, das ist schwer zu sagen und es ist schwer vorherzusehen. Sie ist besetzt seit 2014 und wahrscheinlich werden alle, wenn es da zum Frieden kommt, irre Kompromisse und irre Opfer machen müssen, dass mit einem solchen Angriffskrieg unzweifelhaft auch noch irgendwelche Gewinne erzielt werden, ja, das, am Ende. Ja, da dreht sich einem der Magen um, da bei dem dreht Gedanken. Sich einem, ne? Der Magen um, aber das wird so kommen. Ne? Ich glaube, wir kommen nachher noch ein bisschen dazu, ja, was so die Perspektiven sind, aber ich glaube, das ist jetzt nicht wahnsinnig spekulativ davon auszugehen, dass natürlich irgendeine Form von gesichtswahrendem Kompromiss beinhalten muss, dass Russland allen Ernstes auch noch Gewinne macht mit diesem Krieg. Also wenn es nicht gelingt, Russland quasi militärisch zu schlagen, danach sieht es aber nicht aus, denn die NATO will ja aus guten Gründen nicht intervenieren. Wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Also insofern glaube ich, muss man sagen, noch sagt Zelensky zwar weder die Ostprovinzen noch die Krim mag er abtreten, aber aus meiner Perspektive wird genau das passieren müssen. Kompromissbereiter ist die Ukraine heute schon bei der Frage der Neutralität. Wenn man mal den NATO-Beitritt betrachtet, ist das, glaube ich, ein vergleichsweise geringer Preis, denn die NATO will ja ohnehin derzeit nicht, dass die Ukraine beitritt. Das hat er ja auch gesagt. Also die wollen uns nicht. Also wir werden uns da nicht in den Staub werfen. Und insofern hat er gesagt, meine Gefühle seien da ein bisschen abgekühlt. Also das Ding hat er quasi zu den Akten gelegt. Dann ist de facto also kein Verzicht, das muss man ehrlich sagen. Ne? Dann gibt es natürlich noch diesen EU-Beitritt, den hat er jetzt beantragt oder die Ukraine hat den beantragt. Die EU-Staaten müssen sich damit jetzt beschäftigen, spielen aber auf Zeit. Und es gibt vor allen Dingen osteuropäische Staaten, die doch schwer dafür sind. Andere sind eher schwer dagegen. Wie auch immer das ausgehen wird, schnell wird es nicht gehen. Nein, also die EU-Staaten haben nämlich insbesondere jetzt schon mal der ukrainischen Vorstellung eine Absage erteilt, dass es da so eine Art Fast-Track geben könnte, ne? Also einen beschleunigten Weg in die EU. Das jedenfalls hat Brüssel inzwischen eindeutig abgelehnt. Und so ein ganz normales EU-Beitrittsverfahren ist ja ein Prozedere, das sich über viele Jahre hinstreckt, ne? Also du musst ja die gesamte nationale Gesetzgebung an EU-Gesetze angleichen. Da muss wahnsinnig viel geändert werden. Du musst deine Gewaltenteilung in den Griff kriegen. Du musst Maßnahmen gegen Korruption einführen.
führen. Also da ist so ein langer Katalog, auf den die EU auch nicht einfach verzichten kann, ohne sich selber Fett ins Knie zu schießen. Ja, und auch unglaubwürdig zu machen. Die EU ist ja eben nicht einfach nur eine Wirtschaftsgemeinschaft oder so, sondern da geht es ja eben auch um ein über inzwischen 7 Jahrzehnte gewachsenes juristisches System. Ne? Also ganz enge Verknüpfung der Mitgliedstaaten auch in rechtlicher Hinsicht. Und dem Ganzen liegen ja auch bestimmte Wertvorstellungen zugrunde. Das heißt also da mal eben zu sagen, die Ukraine nehmen wir auf, auch wenn sie 1000 Voraussetzungen nicht erfüllt. Damit wäre, glaube ich, niemandem gedient. Außerdem, Philipp, gibt es ja auch noch ein praktisches Problem bei der Umsetzung einer wie auch immer gearteten Neutralität, nämlich die Verfassungslage. Ja, genau. Die Verfassung verpflichtet das Parlament seit Februar 2019 in Artikel 85 der Verfassung dazu, den strategischen Kurs des Staates zur Erlangung voller Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union und dem Nordatlantischen Bündnis zu verfolgen. Also sprich, da steht in der Verfassung hier, Parlament muss darauf hinwirken, dass wir in EU und NATO eintreten. Artikel 102 macht den Präsidenten sogar zum Garanten dieser Umsetzung. Artikel 116 verpflichtet auch die Regierung, also nicht nur das Parlament, sondern auch die Regierung auf EU- und NATO-Beitritt. Also wenn man die Verfassung ändern würde, was man wahrscheinlich müsste, dann würde das definitiv innenpolitische Diskussionen auslösen, weil natürlich ein Großteil der Ukrainer und Ukrainerinnen gerne in NATO und EU würden. Und wenn das jetzt aus der Verfassung rausgestrichen würde, dann wäre das natürlich ein herber Rückschlag. Auf der anderen Seite ist zumindest aktuell Zelensky derartig populär wahrscheinlich, dass er sowas auch durchbringen könnte. Ja, und das gäbe ja auch ein wirklich, wie soll ich sagen, relativ überzeugendes sachliches Argument dafür, ne? Wenn im Gegenzug nämlich die Russen abziehen würden, ja, die russische Armee, dann dürfte sich das irgendwie auch durchsetzen lassen, wobei man da, glaube ich, noch ein bisschen differenzieren muss zwischen NATO und EU. Ne? Also da könnte ich mir vorstellen, dass man da in Verhandlungen zwar erreichen kann, kein NATO-Beitritt, weil das ja eben ein Militärbündnis ist, gleichwohl aber eine enge Anbindung an die EU. Denn ganz ehrlich, da kann eigentlich auch Russland nichts dagegen haben. Es sei denn, es geht Russland in Wirklichkeit nicht nur um militärische Fragen, sondern auch um die Destabilisierung der Ukraine in wirtschaftlicher Hinsicht. Ne? Denn dass sie natürlich wirtschaftlich einen Aufschwung erleben würde durch einen EU-Beitritt, das ist jedenfalls ziemlich deutlich. Absehbar. Also dann gab es diese Woche noch so Diskussionen um die Lieferung von MiG-29 Kampfflugzeugen. Das ist also unter dieser Überschrift Militärhilfe für die Ukraine. Die Ukrainer haben gefordert, hey, wir brauchen auch Kampfflugzeuge. Wir brauchen nicht nur Flugabwehrraketen, sondern auch Kampfflugzeuge. Und da ist natürlich klar, dass man denen keine NATO-Flugzeuge liefern kann, weil die auch von den ukrainischen Piloten nicht zu bedienen sind, sondern dann vielleicht sowas wie MiG-29, also Flugzeuge aus russisch-sowjetischer Produktion, die auch von den ukrainischen Piloten bedient werden können. Die stehen in Polen. Die Polen wollen die aber nicht einfach abgeben, sondern hätten gern dafür dann amerikanische Flugzeuge. Und die Amerikaner sagen, naja, also wir können jetzt auch nicht auf Umwegen dafür sorgen, dass Kampfflugzeuge da in diesen Krieg geliefert werden, aus Angst davor, einfach zur Kriegspartei zu werden und dass die NATO und die USA in so einen Krieg verwickelt werden. Und da hat aber Polen dann einen doch etwas frechen Move gemacht. Also die Polen wollen gerne andere Flugzeuge im Tausch, vor allem aber wollen sie die Flugzeuge nicht direkt an die Ukraine liefern, weil sie natürlich Angst haben vor einer russischen Invasion. Ja. Ne? Denn das wäre natürlich eine direkte Eskalation, wenn die Polen jetzt an die Ukraine Kampfflugzeuge gegen Russland liefern würden. Und deswegen hatten die Polen sich auch diesen, wie soll ich sagen, doch etwas durchschaubaren Move überlegt, die Flugzeuge quasi über Bande über die USA zu spielen. Also ich finde, das ist schon ein ziemlich deutliches diplomatisches Foul der Polen gegenüber den USA, weil sie nämlich quasi den schwarzen Peter jetzt den USA zugespielt haben, ne? Die dann halt einfach in dieser Diskussion sagen müssten, nein, wir machen da nicht mit. Und die Polen stehen auf den ersten Blick so da, wie diejenigen, die engagierter noch die Ukraine hätten unterstützen wollen. Ich denke, dieser ganze Vorfall, wo sich die Polen quasi mit ihren engsten verbündeten USA angelegt haben auf offener diplomatischer Bühne, dieser Vorfall zeigt, wie nervös einfach auch die Regierung in Warschau ist zurzeit. Ja. Eine andere Diskussion, auch befeuert durch Zelensky und Forderungen aus der Ukraine, eine No-Fly-Zone einzurichten. Das ist die Idee, dass die NATO wahrscheinlich garantiert, dass über der Ukraine keine Flugzeuge fliegen, beziehungsweise keine russischen Flugzeuge fliegen. Und das müsste im Zweifel dann natürlich auch durchgesetzt werden. Einfach nur zu sagen, bitte flieg da nicht, reicht nicht, sondern das müsste durchgesetzt werden. Und das hat natürlich Eskalationspotenzial bis dort hinaus, weil sich wahrscheinlich russische Flugzeuge nicht einfach daran halten würden und es dann sehr wahrscheinlich zu einem Konflikt direkt zwischen der NATO und russischen Flugzeugen kommen würde. Und das will ganz offensichtlich in der NATO niemand. Nee, also die Ukraine fordert so eine No-Fly-Zone, ne, weil ja einfach die russischen Flugzeuge
täglich offenbar Kriegsverbrechen begehen, soweit man das von hier beurteilen kann. Aber Philipp hat es gesagt, das würde dazu führen, dass die NATO-Staaten, die diese No-Fly-Zone durchsetzen, russische Flugzeuge abschießen. Damit würden sie unmittelbar zur Kriegspartei. Und das wäre natürlich eine drastische Eskalation, deren Folgen man überhaupt nicht absehen kann. Denn Philipp, Wladimir Putin rasselt ja weiter mit seinem Atomarsenal. Absolut, absolut. Na, er hat es mehrmals gesagt, wenn die NATO da zu einer Kriegspartei, Konfliktpartei wird, dann da mehr oder weniger verklausuliert mit einem Atomschlag gedroht. Wann das aber genau völkerrechtlich der Fall ist, also dass NATO oder andere Länder zur Kriegspartei werden, das ist völkerrechtlich zwar relativ genau geregelt, aber ob Putin das genauso interpretiert, darüber kann man doch ernsthafte Zweifel haben. Und deswegen, wie gesagt, wird es diese No-Fly-Zone nicht geben. Und deswegen auch das Zögern bei der Lieferung der MiG-29 aus Polen. Ja, also unterhalb der Ebene der militärischen Interventionen allerdings wird die Daumenschraube für die Russen doch in den letzten Tagen immer weiter angezogen. Sanktionen und andere, insbesondere wirtschaftliche Aktionen, führen inzwischen zu einer doch sehr weitreichenden Abschottung Russlands. Insbesondere sind die Lufträume der allermeisten Staaten weltweit inzwischen gesperrt für russische Flugzeuge. Philipp, sogar der Arktische Rat hat Russland jetzt ausgesperrt. Ja, ich habe davon auch noch nicht so oft gehört, muss ich sagen. Das ist so ein Club, wenn du so willst, all der Anrainerstaaten an die Arktis, also okay, derer acht, ja, also aber auch zum Beispiel die USA, Norwegen, Schweden, Finnland und Russland, Dänemark über Grönland und so, Island auch. Und das Interessante daran ist, dass wenn jetzt zum Beispiel Finnland und Schweden noch der NATO beitreten sollten, worüber sie ja ernsthaft nachdenken, dann wäre halt die Arktis der Raum, an dem auf einmal 7 NATO-Staaten direkt an Russland grenzen und die Entfernungen da nicht so riesig sind. Also das wäre dann auch für die Arktis nochmal eine ganz neue Rolle. Aber wie gesagt, das ist nur eine Organisation von vielen, aus denen Russland jetzt rausgeworfen wird. Europarat hat Russland auch suspendiert. In der Tat. Russland allerdings sagt so, ist gar kein Ding. Wir wollten da ja eh austreten. Hintergrund ist, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ja ein Gericht des Europarats ist. Das wird häufig verwechselt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, kurz EGMR, ist eine Einrichtung nicht etwa der Europäischen Union, sondern des Europarats. Und dieser Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland immer wieder verurteilt wegen Verletzungen der Menschenrechte. Deswegen nervt der Europarat sowieso aus Moskauer Perspektive. Insofern ist das vermutlich eine relativ willkommene Gelegenheit gewesen, jetzt mal dem Europarat den Rücken zu kehren. Aber wenn man da jetzt mal so einen Schritt zurücktritt, muss man sagen, das Bigger Picture ist hier, dass einfach in einem rasenden Tempo quasi die internationale Ordnung zerbröselt, insbesondere die Einbindung Russlands in die internationale Ordnung, so wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden war. Das heißt also, seit rund 70 Jahren gab es einfach eine Nachkriegsordnung, in die Russland mehr oder weniger eingebunden war, und Wladimir Putin zerschlägt diese Nachkriegsordnung peu à peu. Zugleich stärkt er allerdings häufig auch den Zusammenhalt der anderen Staaten, also insbesondere die NATO und die Europäische Union stehen in diesen Tagen, denke ich, stärker und einiger da, als sie das sagen in den letzten Jahrzehnten dastanden. Ja. Aber Russland scheidet aus dieser internationalen Ordnung aus und wird damit immer mehr zum Rogue State. Ja, und das ist halt auch der Unterschied zwischen zum Beispiel so einem Staat wie den USA und Russland. In USA hatten wir auch so einen wie Trump, der aus allen möglichen ausgestiegen ist und alles Mögliche abgesagt hat. Aber dann gab es eben Wahlen und dann gab es einen neuen und dann hat man das mehr oder weniger schnell wieder revidieren können. Das wird mit Putin, soweit wir das jetzt abschätzen, erstmal auf demokratischem Wege zumindest nicht passieren. Aber was ich halt auch interessant finde, es sind eben nicht nur staatliche Sanktionen, die greifen, sondern diesen Sanktionen haben sich jetzt wirklich mittlerweile viele, viele private Unternehmen und Konzerne angeschlossen. Also Meta, Stichwort Facebook/Facebook und Google blockieren Werbung aus Russland. McDonald's schließt die Geschäfte in Russland. Das weiß ich noch, das war ein Riesensymbol, als die erste McDonald's-Filiale in Moskau und Petersburg aufgemacht haben. Das war so, hey, wir sind jetzt da und es geht los und eine neue Welt bricht an, und die schließen jetzt also. Shell, Europas größter Ölkonzern, verlässt Russland. Netflix will jetzt wohl keine Abonnenten mehr annehmen und will den Dienst wohl auch komplett einstellen in Russland. IT-Unternehmen verkaufen keine Produkte mehr in Russland, also Apple, Samsung, Microsoft, Adobe. Also das ist schon eine breite Front, die jetzt auch da zu ganz erheblichen Einschränkungen und zu großer Isolation beiträgt. Ja, das fand ich interessant. Eine kleine Story am Rande. Es gab jetzt auch eine Boykottbewegung. Auch viele unabhängige EntwicklerInnen von iPhone-Apps haben keine Lust mehr, mit Russen und mit Menschen aus Belarus Geschäfte zu machen. Man kann nämlich im App Store einstellen, in welchen Ländern man eigentlich seine Apps zum Download anbietet. Und da gab es jetzt auf Twitter so eine Welle, wo Menschen einfach so das Bild gepostet haben, wo die Häkchen bei Russland und Belarus nicht
nicht mehr gesetzt sind. Und selbstverständlich kann man auch Map-Alarm in Russland und Belarus jetzt nicht mehr runterladen. Ja, wäre ja noch schöner, wenn jetzt irgendwie russische Panzer mit Map-Alarm navigieren würden. Das sind dann so die Gedanken, die man sich da so anstellt. Wird jetzt die App, die man selber programmiert hat, am Ende eingesetzt, um da Kriegsverbrechen zu begehen? Dann aber auch so andere Sachen, ne, die man normalerweise nicht so auf dem Zettel hat. Cogent ist einer der größten Backbone-Provider, also die dicke Internet-Glasfaserkabel betreiben. Die leiten bisher ein Viertel des globalen Datenverkehrs weiter und die beginnen jetzt offenbar Verträge mit einigen russischen Kunden zu kündigen, sodass da, das ist die Schattenseite, der Zerfall auch des Internets in diverse, auch voneinander abgeschottete Netze weiterzugehen scheint. Die Frage ist natürlich immer, was bringen diese Wirtschaftssanktionen insgesamt? Sie haben eine Wirkung, das ist, denke ich, offensichtlich, aber werden sie auch zu einem wirklichen Politikwechsel beitragen? Ist zumindest umstritten. Die Ökonomin Karmin, Philipp, die du jetzt irgendwie ausgegraben hattest, die dämpft ja so ein bisschen die Erwartung, ne, die man an Sanktionen haben sollte. Ja, genau. Also sie nennt das Beispiel Iran. Da hätten halt die Sanktionen damals für gesorgt, dass die Bevölkerung in großen Teilen hinter ihre Regierung sich gestellt hat und eine anti-westliche Haltung eingenommen hat. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie das in Russland passieren wird, denn die Fronten sind hier so klar. Und sobald du davon irgendwie Wind bekommst, von dem, was da wirklich passiert, ist das schwierig, da eine anti-westliche Haltung zu entwickeln. Ja, auf der anderen Seite ist natürlich die Manipulation der Medienlandschaft in Russland inzwischen, wenn nicht perfekt, eben doch sehr, sehr weitgehend. Ich habe auf Twitter jetzt eine Umfrage gesehen, wonach immerhin 68% der Menschen in Russland diesen Krieg unterstützen, weil sie glauben, dass da irgendwie gegen Drogenabhängige und Nazis gekämpft werden. Ja, aber Umfragen in einem autoritären Russland, den würde ich auch nur so sehr bedingt noch trauen. Was man auf jeden Fall auch von außen ziemlich klar erkennen kann, ist, dass die Spannungen innerhalb Russlands doch zunehmen. Wirklich mutige Menschen gehen nämlich auf die Straße. Da muss man sagen, also Chapeau. Ja, also in diesem autoritären Staat angesichts der grassierenden Polizeigewalt und der Gewalt von irgendwelchen Sondereinheiten, da noch auf die Straße zu gehen und zu sagen, nein zum Krieg, das ist richtig eindrucksvoll, richtig beeindruckend. Ja. Und auf der anderen Seite muss man sagen, das Regime schlägt gnadenlos zurück und Demonstrierende werden da zu Tausenden verhaftet. Twitter, Facebook sind mindestens lahm. Jetzt zählen die da aber auch in Russland nicht so zu den dominierenden sozialen Netzwerken. Kontakt hier und andere sind da, glaube ich, präsenter. WhatsApp. Aber was natürlich für viel Furore gesorgt hat und auch ein massiver Eingriff ist, ist dieses neue Mediengesetz. Sieht vor 15 Jahre Haft und hohe Geldstrafen für angebliche Falschinformationen über Russlands Streitkräfte. Also wer zum Beispiel die Armee öffentlich verunglimpft, ja, der muss mit solchen hohen Strafen rechnen. Es sind Begriffe verboten wie Angriff, Invasion, Kriegserklärung. Man muss sich als Medium allein auf die russische putinische Sprachregelung verlegen, von Spezialoperationen zu sprechen. Das ist offensichtlich ein massiver Eingriff in die Meinungsfreiheit und viele Zeitungen haben einfach auch gesagt, also dann machen wir einfach dicht oder berichten gar nicht mehr. Das zeigt, glaube ich, auch nochmal, wie nervös, glaube ich, tatsächlich Putin auch ist. Ja, also ich meine, das kann man jetzt ja nicht mehr als subtile Eingriffe bezeichnen. Im Gegenteil, da holt jemand den Baseballschläger raus gegen die eigenen Medien und das, finde ich, zeigt tatsächlich, wie nervös man ist. Dafür gibt es allerdings auch gute Gründe, Philipp, und das leitet uns über zum Kapitel, was ist die Zukunftsperspektive? Ja. Dazu muss man immer sagen, das ist natürlich alles Spekulation. Wir versuchen euch einfach so eine gewisse Einordnung zu geben, was könnten die nächsten Entwicklungen sein, weil wir glauben, dass das einfach dabei hilft, die Nachrichtenlage zu beobachten, aber man muss immer dazu sagen, das kann sich alles ändern. Das ist jetzt im Grunde sind halt gut begründete Prognosen, aber das ist jetzt alles natürlich keine exakte Wissenschaft. Wie das so heißt, educated guess. Ne? Ich bin da halt immer super vorsichtig, weil wir uns natürlich hier mit jemandem auch beschäftigen müssen, von dem wir so oft gedacht haben, das kann er doch nicht machen. Und dann macht das doch. Er lebt offensichtlich in so einem anderen Wertekonstrukt und hat eine andere Güterabwägung, so dass es in meinen Augen total schwer ist, vorherzusehen, was da jetzt passiert. Aber trotzdem kann man natürlich mal den Versuch machen, diese Sachen, die wir jetzt dargelegt haben, zu deuten. Also was man auf jeden Fall erkennen kann, ist, dass Russland die Bedeutung und auch die Schwierigkeiten dieser Invasion völlig unterschätzt hat. Und demzufolge ist die Invasion absolut dilettantisch geplant worden. Man hat die ukrainische Armee völlig unterschätzt. Dementsprechend geht der Vormarsch sehr langsam voran. Und zwar insbesondere hat die russische Armee die Logistik einer solchen Operation völlig verbockt. So deutlich muss man das, glaube ich, sagen. Es gibt viel zu wenig Treibstoff. Fahrzeuge der Armee bleiben massenweise liegen. Es gibt viel zu wenig zu essen. Auf Twitter gingen Bilder rum von so Fertigfutter, das 2015 schon abgelaufen ist, also seit 7 Jahren. Mit anderen Worten, die Versorgung klappt überhaupt nicht. Außerdem hat die russische Armee auch immer noch keine Lufthoheit. Auch nach 2 Wochen Kämpfen ist die ukrainische
Flugabwehr immer noch so gut, dass russische Flugzeuge sie ernsthaft fürchten müssen und deswegen vor allem nachts operieren. Zumal man ja auch sagen muss, dass die ukrainische Flugabwehr auch noch immer besser wird, einfach wegen der Waffenlieferungen des Westens. Ne? Auch wenn jetzt diese MiG-29 nicht geliefert werden, so gibt es ja aber ja inzwischen Tausende von Flugabwehrraketen, die man so von der Schulter starten kann, die langsam aber sicher im Land ankommen. Das heißt also, das wird für die russische Luftwaffe noch ein richtig schweres Business. Und diese harten Kämpfe haben natürlich auch einen hohen Preis. Ja, die Ukraine sagt, es gäbe mehr als 10.000 russische Gefallene oder also getötete Soldaten. Gibt es natürlich auch andere Zahlen. USA, glaube ich, schätzen das ein bisschen niedriger. Tatsache ist, da sterben wahnsinnig viele Menschen. Ich frage mich halt immer, ja, diese Bilder, auf denen sieht man wahnsinnig viel, ja, also Panzer, die im Graben liegen, Lastwagen, die total zerbombt sind, Kolonnen, die irgendwie durchbrochen wurden von der Seite mit Raketenwerfern, aber das sind halt die Bilder, die man sieht. Die Frage ist halt, welche Bilder sieht man nicht? Und das sind vielleicht auch Bilder, wo zumal im Süden die russische Armee durchaus vorankommt. Deswegen ist das da für mich alles noch nicht gegessen. Trotzdem ist natürlich der Preis dieser Invasion irre hoch, militärisch, aber eben auch psychologisch, glaube ich. Also der Hass in der Ukraine auf Russland, der wächst jeden Tag, glaube ich, das kann man sagen. Es gibt tausende Menschen, Zivile, die nichts mit dem Krieg zu tun haben, die einfach getötet wurden bei Raketenangriffen, bei Bombenanschlägen. Die Städte liegen in Ruinen zum Teil und es werden, das glaube ich, kann man auch sagen, da reden wir nachher noch ein bisschen drüber, intensiver in einem Interview, täglich Kriegsverbrechen begangen. Zumindest ist der Verdacht darauf extrem stark. Das heißt also, der Preis ist extrem hoch psychologisch. Zugleich aber gibt es natürlich die internationale Isolation Russlands, von der wir eben schon gesprochen haben, und einen doch ziemlich deutlichen wirtschaftlichen Niedergang. Das ist dadurch für die russische Wirtschaft auch alles dramatisch. Trotzdem, glaube ich, gehört es auch zu einer Prognose zu sagen, dass Putin rein militärisch betrachtet irgendwann quasi gewinnen dürfte. Denn der Widerstand der Ukraine ist endlich erst recht, wenn die Nachschubwege einmal abgeschnitten sind. Man muss sehen, heute ist ja die westliche Ukraine nicht besetzt. Das heißt, da kann man noch relativ leicht militärischen Nachschub liefern. Das wird irgendwann mal ein Ende finden. Dann wird es irgendwann vielleicht eine geteilte Ukraine geben. Auf jeden Fall ist absehbar, dass der Osten, die Krim, aber auch Kiew russisch besetzt sein wird. Vielleicht wird sogar eine neue Regierung installiert. Aber das alles heißt ja noch lange nicht, dass Putin das Land dann quasi besiegt hat. Ganz im Gegenteil. Das größte Problem für Putin wird werden, den Frieden zu gewinnen. Wie gesagt, die militärischen Operationen mögen irgendwann zu seinem Vorteil ausgehen. Aber den Frieden zu gewinnen, das wird die eigentliche Herausforderung. Denn der militärische Sieg heißt eben noch lange nicht, dass Ruhe einkehrt. Ja, angesichts der Verbrechen der russischen Soldaten ist es sehr wahrscheinlich, dass die Bevölkerung auf Dauer wieder Widerstand leisten wird. Das sieht man ja jetzt schon an diesem doch relativ fanatischen Widerstand. Und das ist das Szenario, das man, glaube ich, ganz gut mit Partisanenkrieg umschreiben kann, also mit einem dauerhaften Bürgerkrieg in der Ukraine. Denn so ähnlich ist es ja im Zweiten Weltkrieg auch abgelaufen. Historische Vergleiche sind immer schwierig. Aber was man schon daraus lernen kann, ist, dass die Wehrmacht zwar halb Europa besetzt hatte, aber halbwegs Ruhe und Frieden herrschte nur so hier und da. Insbesondere nämlich nicht in Frankreich, Polen und in der Ukraine. Ne? Denn da gab es eben eine massive Widerstandsbewegung. Ja, die Resistance in Frankreich, es gab eine polnische Untergrundarmee und eben auch in der Ukraine gab es Tausende von, oder wenn nicht Zehntausende von Partisanenkämpfern. Und es spricht auch heute alles dafür, dass die Ukrainer weiterkämpfen werden, denn sie haben ja einfach wenig zu verlieren und Russland hat einfach mit dieser Militärintervention einen enormen Hass gesät. Ja, ein zweiter Unsicherheitsfaktor, würde ich sagen, ist die innenpolitische Lage in Russland. Die ist natürlich super schwer einzuschätzen. Ich glaube, gut belegt ist, dass Putin davor Angst hat. Er hat das in den anderen Ländern gesehen, speziell auch gerade in der Ukraine, was passieren kann, wenn die Leute zu Tausenden auf die Straße gehen und der autoritäre Staat darüber die Macht verliert. Momentan sieht es so aus, als hätte er diese Silaviki, also die entscheidenden Ministerien und Kräfte, Geheimdienste, Polizei, Militär, noch ganz gut im Griff. Demonstrationen werden niedergeknüppelt, die Leute werden eingeknastet, die Medien sind eigentlich komplett verboten. Und trotzdem hat er sich schon in eine Sackgasse manövriert, inhaltlich und auch psychologisch, auch argumentativ, so dass man sagen kann, die Spannung innenpolitisch wächst sicherlich. Inwieweit da seine autoritäre Front, inwieweit der Apparat hält, da wage ich keine Prognose. Wenn der bricht, wenn die da die Kontrolle verlieren, dann sieht's natürlich richtig schlecht aus. Also ich meine, man muss ja sehen, diese Militäroperation, wie Putin sie bezeichnet, wird sehr wahrscheinlich sehr lange nicht dazu führen, dass man da irgendetwas feiern kann, was
im weitesten Sinne sich als Sieg ausgeben lässt. Und wie das dann zu Hause ankommt, ne, so eine ausgedehnte Militäroperation, die einfach langfristig immer wieder Tote und Verluste mit sich bringt, ob das zu Hause sich ernsthaft verkaufen lässt, da bin ich doch sehr skeptisch. Aber wie gesagt, das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Und daraus ergeben sich im Grunde drei Szenarien. Ne. Das eine Szenario ist das, was wir jetzt mal das Afghanistan-Szenario genannt haben. Ja, da läuft es so, dass die Verluste der Russen einfach irgendwann zu hoch werden, sodass sie sich irgendwann zurückziehen. Sie werden wahrscheinlich nicht einfach so abziehen, sondern Grundlage dürfte dann sein, irgendeine Form von Abkommen zwischen Ukraine und Russland und vielleicht noch dritten Staaten, die quasi für dieses Abkommen dann die Garantie übernehmen. Und Teil eines solchen Abkommens dürfte dann natürlich sein, die Neutralität der Ukraine, das haben wir eben schon besprochen. Immerhin bliebe sie aber als unabhängiger demokratischer Staat bestehen. Insofern könnte man fast sagen, dass aus ukrainischer Perspektive vermutlich noch das beste Szenario. Ja, das andere Szenario ist das so Tschetschenien-Szenario. Also Tschetschenien ist eine Republik innerhalb des Staatsgebiets Russland. Das war es auch immer schon. Aber es hatte da halt mal in den 90er Jahren so Unabhängigkeitsbestrebungen gegeben. Und da sind die Russen halt mit maximaler Brutalität reingegangen, haben Grozny, die Hauptstadt, in Schutt und Asche gelegt. Und irgendwann hatten sie das dann so besiegt, in Anführungszeichen, haben da eine Marionettenregierung installiert und haben diesen Staat mehr oder weniger in so eine Friedhofsruhe versetzt. Das dritte Szenario knüpft so ein bisschen an das erste an. Das ist, wäre halt ein relativ schneller diplomatischer Deal. Ne? Dieses Afghanistan-Szenario, damit verbinde ich immer so jahrelange Besetzung, jahrelanger Partisanenkrieg und dann irgendwann mal, weil wirklich nichts mehr geht, wie in Afghanistan eben nach 10 Jahren dann der Abzug. So ein diplomatischer Deal, wenn da diese Gespräche wirklich vorankommen, das wäre ja etwas, was dann ein bisschen schneller zu einer Lösung führt, auch wenn es im Ergebnis ähnlich ist. Das Land ist dann geteilt, es gibt eine wie auch immer geartete Regierung, wie gesagt, da mag ich nicht spekulieren, denn es sind halt Szenarien. Ja, und das Spannende daran ist, dass welches Szenario eintritt, ganz maßgeblich davon abhängen dürfte, was es für einen innenpolitischen Druck auf Putin gibt. Ja, und dieser innenpolitische Druck wird wiederum maßgeblich davon abhängen, wie die Situation in der Ukraine aussieht. Ne? Also wie viele russische Opfer dieser Kampf kommen da nach Hause auch. Ja, ne? Genau. Ne? Und deswegen, und das ist das Interessante, deswegen lohnt sich auch der Kampf der Ukrainerinnen. Denn sie treiben den Preis für Russland hoch, dieses Land tatsächlich zu besetzen und zu beherrschen. Und je höher der Preis für Putin ist, umso eher muss er Kompromisse eingehen und umso besser werden die Bedingungen für die Ukraine werden. Ne? Denn, und das finde ich eine ganz interessante Überlegung, denn wenn man sich das jetzt mal so anschaut, wie die Situation da ist, dann könnte man ja auf den ersten Blick denken, na wieso kämpfen die denn einfach noch? Sollen sie doch kapitulieren? Ja, dann herrscht wenigstens Frieden und es kommt niemand mehr zu Tode. Aber auf der anderen Seite wäre das dann das Szenario, wo sich Putins Angriffskrieg gelohnt hätte und wo er dann mit überschaubaren Kosten tatsächlich sich die Ukraine hätte einverleiben können. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das wäre so zum einen natürlich für die Ukrainer eine Katastrophe, weil sie dann nämlich tatsächlich fremd beherrscht würden. Vor allem aber wäre das für die internationale Friedensordnung ein Riesenproblem, weil sich dann ein Angriffskrieg gelohnt hätte. Also insofern stimmt, finde ich, dieses Diktum, das man ja auch in der deutschen Politik zurzeit häufig hören kann, dass die UkrainerInnen diesen Freiheitskampf eben nicht nur für ihr eigenes Land führen, sondern letztlich auch für das friedliche Zusammenleben der Völker insgesamt. Das stimmt. Und was man da nicht unterschätzen darf, ist die Kraft von Mythen und von Geschichten und von Bildern, die weit über diese Konflikte hinauswirken. Also nimm diesen Tankman aus China, der sich auf dem Tiananmen-Platz vor den Panzer gestellt hat. Das war ein Mensch, der hat sich irgendwie vor diesen Panzer gestellt. Wir alle kennen das Bild. Und die chinesische Regierung hat so eine Angst vor diesem Bild, vor der Symbolkraft dieses Bildes, dass sie eine Menge unternimmt, damit das nicht zirkuliert, damit es nicht öffentlich wird, weil daran ganz viel Psychologie geknüpft ist. Und wenn die Ukrainer das jetzt schaffen, diesen Kampf, deswegen ist Zelensky ja auch so wichtig, mit seinen Auftritten, mit seinen Selfies, weil er Kristallisationspunkte für so eine freiheitliche Erzählung bietet. Die ist jetzt wirksam, die wird aber auch über Jahre hinaus noch wirksam sein, wenn dieses Land mal besetzt sein sollte. Und deswegen ist so enorm wichtig, was die jetzt für Bilder produzieren. Und stell dir nochmal vor, ich habe mir das mal vorgestellt, du hättest nicht Zelensky da, sondern irgendwie so einen abgehalfterten, korrupten Apparatschik, der einmal im Monat in seinem verstaubten Büro sich vor die Kameras setzt. Ja, so wie Honecker oder so. Das wäre eine ganz andere Nummer. Man stellt sich mal Honecker als Chef der Ukraine vor, ja? Also so ein, ich sag mal, so ein etwas so semi-seniler Greis, der irgendwelche Sprüche von vor 30 Jahren klopft. Ne? Und der hat so eine Wirkung, der ist zumindest nach außen, ich kann es jetzt für die Ukraine selber nicht beurteilen, aber nach außen in der Wahrnehmung ist die Ukraine doch als
fast ein bisschen überhöhter, demokratischer, aufstrebender, toller Staat jetzt da, ja, der sich als David gegen Goliath erhebt, das geht zu großen Teilen auch aufs Konto dieser Außendarstellung durch Selenskyj. Absolut, das ist ein absoluter PR-Profi, das ist total beeindruckend, denn man muss ja bei dem Ganzen auch sehen, dass ja die politische Bilanz von Selenskyj bis zur Invasion der russischen Truppen jetzt weiß Gott nicht so brillant war. Nein. Da gibt es eine super spannende Analyse der Stiftung Wissenschaft und Politik, die wir in den Shownotes auch verlinkt haben, die sehr deutlich macht, dass es große innenpolitische Probleme gab. Also die haben zwar bei der letzten Wahl eine große Mehrheit errungen im ukrainischen Parlament, aber Selenskyj hat sich in den Monaten seither mit seiner eigenen Regierungsfraktion ziemlich angelegt. Die haben eine Mehrheit im Parlament und er hat aber an denen weitgehend vorbei regiert, hat nicht mehr hinreichend das Gespräch gesucht mit seinen eigenen Leuten. Deswegen gab es da jetzt immer mehr Abweichler. Er hat sich sehr zurückgezogen auf so eine Art Präsidialkabinett, so einen kleinen Zirkel von Vertrauten und hat dann sehr versucht, quasi über Twitter Politik zu machen. Also nicht mehr, indem er quasi den Ausgleich gesucht hat mit den ukrainischen Eliten, wo es ja auch zum Beispiel Oligarchen gibt und eben die Leute im Parlament, sondern hat so ein bisschen versucht, über seine eigene Popularität alles Mögliche durchzudrücken. Und das war ein Politikmodell in der Ukraine, das, sagen wir mal, jedenfalls auch ganz sicher nicht eindeutig auf der Siegesstraße war. Es ist also durchaus möglich, dass Selenskyj viele innenpolitische Reformprojekte nicht hätte durchsetzen können. Das heißt also, der war durchaus auch eine problematische Figur an der Spitze der Ukraine, bis er jetzt tatsächlich zum Helden dieses Freiheitskampfs wurde. Nichtsdestotrotz, das ist ja auch mal so ein bisschen bizarr. Einerseits überfällt Putin und seine Armee ein demokratisch friedliches Nachbarland ohne Grund und trotzdem versucht er, Putin diesem Überfall zumindest noch so eine Art völkerrechtliche Legitimation zu verpassen. Wir haben das in der ersten Kriegsfolge, nenne ich sie mal, zu diesem Angriffskrieg ausführlich geschildert. Also Grund war angeblicher Völkermord in der östlichen Ukraine. Dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen. Und so sagte er, dieser Völkermord soll eben wiederum den Angriffskrieg Russlands rechtfertigen, weil eben ein Völkermord innerhalb eines Landes die einzig völkerrechtliche Legitimation ist, warum ein Drittstaat dort eingreifen können sollte. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, was für ein Quatsch, da braucht man gar nicht drüber zu reden. Aber spannenderweise hat die Ukraine diese Argumente von Russland jedenfalls so weit ernst genommen, dass sie sie jetzt zum Gegenstand eines Rechtsstreits gemacht haben. Ja, was ich einfach eine total spannende Entwicklung finde. Die Ukraine hat also Russland vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verklagt. Genau, sie verlangen zwei Dinge. Also die Ukraine, erstens einstweilige Maßnahmen zur Einstellung der Kämpfe und zweitens die Feststellung, dass es in der Ostukraine keinen Völkermord seitens der Ukraine gegeben hat oder gab. Dieser erste Punkt, Einstellung der Kämpfe, ist nun Gegenstand einer sogenannten Dringlichkeitsklage vor dem Internationalen Gerichtshof. Und diese Dringlichkeitsklage stützt sich dabei auf die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, kurz die Völkermordkonvention. Die wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen als Resolution 260A3 beschlossen, und zwar schon am 9. Dezember 1948, ist also quasi ein ganz alter Baustein im großen Gebäude des humanitären Völkerrechts, Philipp. Und der wichtigste Punkt ist, auch über diesen konkreten Konflikt hinaus, dass in Artikel 2 dieser Konvention der Begriff des Völkermordes erstmals völkervertraglich definiert wurde. Richtig. Und danach ist Völkermord geknüpft vor allen Dingen an zwei Elemente. Das eine ist die Absicht zum Völkermord und das andere eben ein Katalog von Handlungen, die einen Völkermord darstellen. So, das Element Absicht ist das eine, ja, also eine nationale, ethische, rassische oder religiöse Gruppe als solche soll ganz oder teilweise zerstört werden. Diese Absicht muss es geben. Genau, und um diese Absicht zu verfolgen, gibt es dann so eine Liste von Handlungen, die dazu vorgenommen werden können, um dann unter dem Strich zu dem Vorwurf des Völkermordes zu führen. Also zum einen die Tötung von Mitgliedern der Gruppe, das liegt sehr nah, aber auch die Verursachung von schwerem körperlichen oder seelischem Schaden, die vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen. Ja, das wäre zum Beispiel so Ghettoisierung, ja, wie das die Nazis in Osteuropa gemacht haben, wo sie also Jüdinnen und Juden in zum Beispiel in Theresienstadt oder in Warschau ins Ghetto gesperrt haben. Ne? Dann die Verhängung von Maßnahmen, die auf die Verhinderung von Geburten innerhalb der Gruppe gerichtet sind. Und schließlich, auch interessant, die gewaltsame Überführung
Entführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. Also das ist der Diebstahl von Kindern quasi, ne? Das Wegnehmen von Kindern, Kindesentziehung. So. Und die Konvention definiert diesen Völkermord als ein Völkerrechtsverbrechen, was dazu führt, dass die Vertragsstaaten verpflichtet sind, Völkermord auch unter Strafe zu stellen. Und die Ukrainer, die argumentieren jetzt also erstens, Russland verletze diese Konvention durch die Invasion, also durch den Überfall. Und die Ukraine beschuldigt jetzt Russland also, Taten von Genozid in der Ukraine zu planen, eins, und absichtlich Menschen der ukrainischen Nationalität zu töten oder schwer zu verletzen. Ja, und die UN-Richter sollen dagegen nun Sofortmaßnahmen anordnen. Da muss man sagen, wir sind nicht dabei und was in der Ukraine geschieht, ist furchtbar, aber tatsächlich jetzt anzunehmen, dass der Plan quasi der russischen Invasion sei, das ukrainische Volk als solches zu vernichten, ja, im Sinne dieser Völkermorddefinition, muss man, glaube ich, sagen, kann man skeptisch sein, ja, zumal ja auch Putin selber immer argumentiert, das ukrainische Volk sei eigentlich mit dem russischen Volk identisch. Also insofern finde ich diesen Vorwurf, finde ich, wie soll ich sagen, propagandistisch ganz spannend, aber der dürfte juristisch vergleichsweise dünn sein. Spannender finde ich persönlich den zweiten Punkt. Und der sagt, die Ukraine, so sagt die Ukraine, verletze nicht die Konvention, weil es in der Ostukraine eben keinen Völkermord gegeben hat oder gegeben hatte. Und hier sollen die Richter erklären, es sind wohl wirklich nur Männer, dass Russland keine rechtliche Grundlage hat, in der und gegen die Ukraine vorzugehen. Und das bezieht sich eben darauf, dass Russland ja behauptet hatte, dass in den selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk in der Ostukraine Völkermord begangen worden sei. Und damit hatte Russland eben die Invasion begründet. Die Ukraine weist diese Vorwürfe mit nach zurück. Und das versucht sie jetzt eben auch vor Gericht durchzusetzen, ja, die Feststellung eben zu bekommen vom Internationalen Gerichtshof, dass es diesen Völkermord im Osten des Landes nicht gab. So, der Internationale Gerichtshof ist nach Artikel 9 der Konvention für solche Streitigkeiten auch zuständig und schließlich möchte die Ukraine dann noch die Feststellung, das folgt im Grunde aus der Feststellung, dass es keinen Völkermord gab, ne? Dass Russland also auch gar nicht berechtigt war, die Volksrepubliken überhaupt anzuerkennen. Das hatten wir auch neulich schon mal erklärt. Solche Sezessionen, solche Abspaltungen sind völkerrechtlich nämlich eigentlich nicht möglich, sind eigentlich Verletzungen der Souveränität des Staates, von dem sich da abgespalten wird. Aber eine Ausnahme gibt es, wenn es in einer Region einen Völkermord gibt und man sich nur durch eine Sezession schützen kann, ne? Das ist so die Ausnahme, wo eine Abspaltung von unabhängigen Republiken ausnahmsweise mal mit dem Völkerrecht im Einklang steht. Und deswegen wollen die das auch wissen. Ne? Genau, deswegen klagen die, weil das natürlich zugleich dazu führen würde, dass diese sogenannten Volksrepubliken eben von Russland nicht hätten anerkannt werden. Genau. Also sie argumentieren, die Russen begehen Völkermord, wir begehen keinen Völkermord in der Ostukraine. Und weil es eben keinen Völkermord in der Ostukraine gibt oder gegeben hat, war A, die Anerkennung illegitim durch Russland und B, der Überfall schon gleich dreimal. So, jetzt hat am Montag also im Friedenspalast in Den Haag die mündliche Verhandlung begonnen. Es wurde erstmals mündlich verhandelt. Ukraine war mit ein paar Vertretern da. Russland war nicht da. Begründung keine. Ja, Ukraine argumentiert nachvollziehbar, naja, es ist uns schon klar, warum die hier nicht auflaufen, weil sie nämlich keine Belege haben für einen Völkermord in der Ostukraine. Sonst könnten sie dir ja hier mal vorlegen. Ne, und das, wie soll ich sagen, sieht nicht gut aus, sagen wir mal, ne? Weil Putin ja eben juristisch oder so semi-juristisch argumentiert hat. Da würde man ja denken, dann nehmen sie auch dieses Verfahren immerhin als Gelegenheit, um ihre meinethalben auch gefakten Belege immerhin mal vorzulegen. Aber selbst das passiert nicht. Das spricht, denke ich, tatsächlich für sich. Aber wenn das Gericht jetzt eine Entscheidung treffen wird, das steht noch nicht fest. Aber wie die Entscheidung auch immer ausfällt, auf den allerersten Blick, muss man gestehen, hat Russland nicht viel zu befürchten. Denn Urteile des höchsten Gerichts der Vereinten Nationen, eben des Internationalen Gerichtshofs, sind zwar bindend, doch das Gericht besitzt keine Machtmittel, um einen unterlegenen Staat zu zwingen, das Urteil auch umzusetzen. Das Gericht kann dann zwar den UN-Sicherheitsrat anrufen, aber ihr ahnt es schon, da hat Russland ein Vetorecht, sodass das im Zweifel auch nicht so wahnsinnig viel zur Folge hätte. Ja, also was hält man jetzt davon? Ich finde, die russische Seite sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Also, wie gesagt, sie hätten hier die Chance gehabt, sich, wenn sie wirklich davon überzeugt sind, ihre dünne juristische völkerrechtliche Argumentation absegnen zu lassen. Ja, wenn das Gericht tatsächlich gesagt hätte, doch, da ist Völkermord, das hätte natürlich eine ganz andere Dimension. Hier würde ich denken, wird klar, was wir auch in der ersten Folge zum Krieg schon gesagt haben, diese völkerrechtliche Legitimation, die ist an den Haaren herbeigezogen und einfach Quatsch und hält einer näheren Betrachtung nicht
Stand. Auf der anderen Seite, finde ich, verhält sich die Ukraine sehr geschickt, denn sie beruft sich ganz bewusst auf internationales Recht und versucht damit, internationale Strukturen zu stärken. Ne? Und sie stützt damit genau die Weltordnung, die eben nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde. Ne? Wie gesagt, die Konvention ist schon von 1948 und sie stützt damit genau die Weltordnung, gegen die Putin sich mit seiner Invasion gestellt hat, die er jetzt auch versucht, peu à peu zu revidieren. Wir hatten eben schon das Beispiel Europarat. Also da sieht man sehr deutlich, wie die Akteure eben ganz unterschiedliche Richtungen wollen. Putin treibt im Grunde Russland immer weiter in die Isolation, löst Russland immer weiter ab von der internationalen Gemeinschaft und die Ukraine hingegen stützt diese Strukturen ganz bewusst mit einem Verfahren, das auf den ersten Blick wenig Folgen hat, aber das natürlich psychologisch die Position der Ukraine nochmal deutlich verbessert. Aber Russland hat noch mehr Probleme mit dem Völkerrecht, denn neben dem Internationalen Gerichtshof, der seit Jahrzehnten besteht, gibt es in Den Haag seit 2002 auch einen Internationalen Strafgerichtshof. Der wurde 1998, glaube ich, beschlossen, aber 2002 hat er die Arbeit aufgenommen. Und hier geht es nicht um Verfahren zwischen Staaten, sondern um Strafverfahren wegen bestimmter Verbrechen, die man nach dem Statut des Internationalen Strafgerichtshofs eben auch weltweit ächten kann. Und der Internationale Strafgerichtshof leitete bereits Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein. Das teilte der Chefankläger Karim Khan am Mittwochabend dieser Woche in Den Haag mit. Er sagte, es gebe, Zitat, eine ausreichende Grundlage für die Annahme, dass sowohl Kriegsverbrechen als auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Ukraine begangen wurde. Und 39 Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs hätten auch eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen und diese Untersuchung solle sich allerdings auf mögliche Verbrechen aller Parteien, also nicht nur der russischen Seite, in dem Konflikt richten. Und das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Genau, wir haben uns verabredet zum Interview mit Professor Dr. Moritz Formbaum von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät an der Uni Münster. Ganz herzlich willkommen in der Lage, Herr Formbaum. Ja, vielen Dank. Ich fange mal so an. Also wir müssen ja jetzt alle im Fernsehen und Zeitungen und so weiter wirklich Zeugen werden von einem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine. Es werden Krankenhäuser bombardiert, es werden Kindergärten bombardiert, es werden offensichtlich Streubomben eingesetzt und auch Zivilisten angegriffen. Aus Laienperspektive würde ich sagen, das sind doch alles Kriegsverbrechen, oder nicht? Ja, man muss ein bisschen differenzieren. Also Sie haben gesagt, der Angriff auf die Ukraine, das wäre rechtlich gesehen kein Kriegsverbrechen, sondern das wäre das Verbrechen des Angriffskriegs, der Aggression. Bestimmte Taten, die während des Konflikts dann erfolgen, zum Beispiel Angriff auf Zivilisten, auf Krankenhäuser und so weiter, das würde man in die Kategorie der Kriegsverbrechen einordnen. Und dann gibt es noch die Kategorie der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also Angriffe auf die Zivilbevölkerung, die auch außerhalb eines bewaffneten Konflikts erfolgen können. Und dann gibt es noch das Verbrechen des Völkermordes. Und um welche Vorwürfe geht es jetzt konkret in Den Haag vorm Strafgerichtshof? Naja, wir sind ja noch recht früh in dem Verfahren und der Chefankläger hat es ja gesagt, also für ihn geht es um Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Das Aggressionsverbrechen ist aus rechtlicher Hinsicht kein Thema für den Ankläger. Grundsätzlich kann der Internationale Strafgerichtshof nach seinem Statut auch dieses Verbrechen verfolgen. Es gibt dort aber ja beachtliche Einschränkungen, die es sehr schwierig bis unmöglich machen, in vielen Fällen dieses Verbrechen zu verfolgen. Im konkreten Fall des Angriffs von Russland auf die Ukraine scheitert es daran, dass beide Parteien keine Mitgliedstaaten, also Vertragsstaaten des Gerichtshofs sind. Okay, also ich stelle fest, es gibt also zumindest hinreichende Anzeichen dafür, dass da Verbrechen begangen wurden, für die sich der Internationale Strafgerichtshof durchaus zuständig fühlen darf. Jetzt sind die Ermittlungen eingeleitet und wir haben es ja gesagt, verfolgt werden hier keine Staaten, sondern individuelle Personen. Gegen wen genau richten sich dann diese Ermittlungen und was muss diesen Leuten nachgewiesen werden? Also jetzt im konkreten Fall, das wissen wir noch nicht. Das ist ja noch ganz am Anfang. Es ist in der Tat so, dass sie sich gegen Personen richten, denen wie in einem Strafverfahren individuelle Strafbarkeit nachgewiesen werden muss, Schuld nachgewiesen werden muss. Und so als Strategie hat sich der Internationale Strafgerichtshof sich selber so auferlegt,
dass er auf diejenigen Personen sich konzentriert, ja, denen das heißt dann so die größte Verantwortung zufällt. Ja, also das heißt nicht die einzelnen Soldaten, sondern den oberen Ebenen bis hin zur höchsten militärischen und auch politischen Führungsebene. Also das heißt, wenn jetzt eine Bombe auf einen Kindergarten abgeworfen wird, dann könnte der Gerichtshof theoretisch auch den Piloten dieses Flugzeugs nachstellen, hat sich aber politisch entschieden, nein, wir konzentrieren unsere Ressourcen auf die wirklich Verantwortung haben. Also das endet dann wahrscheinlich auch bei Putin. Was müsste man denn Putin nachweisen können? Was wäre die Smoking Gun, um ihn wirklich eines Kriegsverbrechens vor dem Strafgerichtshof anklagen zu können? Nun ja, Anordnung, Befehl, aber auch, es reicht ja auch die Kenntnis im Rahmen der sogenannten Vorgesetztenverantwortlichkeit, dass was passiert ist und man hat im Nachhinein nichts dagegen getan. Ah, das würde reichen. Also er weiß, da werden jetzt über 2 Wochen Krankenhäuser bombardiert von russischen Soldaten und er unternimmt nichts davon. Da kann man dann auch von ausgehen, dass er das einfach weiß, ohne dass man einen Brief oder einen Report in der Hand hat, wo seine Generäle ihm das berichten, sondern das läuft ja im Fernsehen. Ja, mit dem davon kann man ausgehen, ist ja im Strafrecht immer so eine Sache. Man muss es nachweisen. Ne? Man muss es mit der entscheidenden Wahrscheinlichkeit dann nachweisen. Aber da würden Funksprüche seiner Generäle, die abgefangen werden, hätten schon eine größere Beweiskraft. Zum Beispiel, ja. Ja. Nun stellt sich natürlich die Frage, Russland und die Ukraine sind ja souveräne Staaten. Wieso kann denn da eigentlich der Internationale Strafgerichtshof auf deren Territorium überhaupt ermitteln? Ja, das ist eine ganz berechtigte Frage in dieser Konstellation, weil man muss sich, glaube ich, als allererstes ein bisschen klar machen, was das überhaupt für ein Strafgerichtshof ist. Das heißt dann häufig so in den Medien, das Weltstrafgericht, was meines Erachtens falsche Assoziationen weckt. Weil es ist anders. Ich habe so verstanden, dass Sie gerade über den internationalen Gerichtshof geredet haben, ne? Also den Gerichtshof der Vereinten Nationen. Der internationale Strafgerichtshof ist kein Strafgericht der Vereinten Nationen. Das ist, also ich drücke es mal juristisch aus, der basiert auf einem multilateralen Vertrag. Wenn ich das ein bisschen salopp oder umgangssprachlich sagen will, das ist ein Club, der Mitglieder hat. Und es gibt halt auch Staaten, die halt eben keine Mitglieder sind, die für sich das entschieden haben. Und das ist der Punkt jetzt gerade. Sowohl Russland als auch die Ukraine sind keine Vertragsstaaten. Die haben das Statut nicht unterzeichnet und nicht ratifiziert. Warum kann der Internationale Strafgerichtshof gleichwohl die Verbrechen in der Ukraine untersuchen? Das hat damit zu tun, dass die Ukraine einen Mechanismus genutzt hat, den das Statut kennt, ja, vorsieht, nämlich, dass auch Nichtvertragsstaaten die Gerichtsbarkeit des Statuts des Gerichtshofs anerkennen können, ohne Mitglied zu werden. Also das heißt, man kann, ohne in den Club einzutreten, den Gerichtshof anrufen. Und das hat Ukraine schon, letzter Punkt nur dazu, schon 2014 gemacht, im Nachgang zu der Annexion der Krim. Und das ist die Grundlage dafür, warum der Strafgerichtshof jetzt hier tätig werden kann. Wir hatten ja eingangs schon gesagt, dass der Chefankläger ausdrücklich formuliert hat, dass es nicht nur um Verbrechen einer Seite gehen soll. Aber jetzt so rein tatsächlich, sehen Sie auch schon Anhaltspunkte dafür, dass von ukrainischer Seite Kriegsverbrechen begangen worden sein könnten? Also zum Beispiel Angriffe eben auf russische Militärfahrzeuge von Zivilisten. Ja? Ist das ein Fall, der irgendwie nach dem internationalen Strafrecht problematisch ist? Also wenn jetzt quasi Nichtangehörige einer Armee sich da irgendwie berufen fühlen, sag jetzt mal plastischen Molotow-Cocktail zu werfen auf einen Panzer? Ja, das ist ganz schwierig jetzt zu beurteilen, weil die Fakten halt jetzt noch nicht auf dem Tisch sind. Aber grundsätzlich haben Sie vollkommen recht, das ist vielleicht der erste Punkt. Wenn der Internationale Strafgerichtshof sich einer Situation annimmt, dann ermittelt er natürlich in alle Richtungen. Das ist was einige Staaten dann auch in der Vergangenheit vielleicht so ein bisschen überrascht hat, die eher strategisch gedacht haben, als den Internationalen Strafgerichtshof angerufen haben. Aber das muss er ja auch. Er muss in alle Seiten ermitteln. Also Taten von Einzelnen, von Individuen, da wird es schwierig, die zu erfassen im Kontext dieser Verbrechen, die wir haben. Ja, das sind ja Systemverbrechen, Massenverbrechen. Kriegsverbrechen können halt durch eine Armee begangen werden oder auch also in dem Bürgerkrieg dann jetzt nicht eine staatliche Armee, sondern eine durch nicht staatliche Akteure gegründete Armee. Bei den Verbrechen gegen die Menschlichkeit, da haben wir das Erfordernis, dass es ein weitreichender und systematischer Angriff sein muss, hinter dem eine Organisation oder eine Politik steht. Also so Einzelverbrechen von Individuen, das einmal werfen des Molotow-Cocktails, das wird diese Anforderungen in der Regel nicht erfüllen. Jetzt gibt es ja auch in Deutschland eine Behörde, die Generalbundesanwaltschaft, die auch Ermittlungen aufgenommen hat, die ja weltweit auch durchaus nicht einzigartige, aber besondere Ermittlungsbefugnisse hat, nämlich Leute auch hier anzuklagen, die keine deutschen Staatsbürger sind und auch hier keine Verbrechen begangen haben. Welche Rolle könnten denn die Ermittlungen dieser Generalbundesanwaltschaft für diesen internationalen oder für die Ermittlungen dieses internationalen Strafgerichtshofs haben?
Ja, ob sie jetzt konkret Auswirkungen haben in dem Sinne, dass man da Informationen teilt, das weiß ich nicht, ist, denke ich mal, nicht ausgeschlossen. Hm. Aber wichtiger ist, glaube ich, und insofern ist das wirklich wichtig, dass Sie das erwähnen, dass das Völkerstrafrecht wird nicht allein durch den Internationalen Strafgerichtshof ausgeübt. Und das ist so eine Art Baukasten. Und ein Baustein, ein wichtiger Baustein ist der Internationale Strafgerichtshof, der nach seiner Konzeption aber eigentlich erst am Ende kommt. Ja, Court of Last Resort. Das Prinzip ist eigentlich, dass die Staaten, auch die Ukraine, erstmal selber die Verbrechen untersuchen soll, die auf ihrem Staatsgebiet erfolgt sind. Andere Staaten können das auch, Drittstaaten. Sie haben das erwähnt, das Völkerstrafgesetzbuch, was es ebenfalls seit 2002 gibt, lässt dies zu. Und es wird ja auch getan. Ne? Wir erinnern uns an diesen Fall des syrischen Foltergefängnisses in Koblenz, ist ja noch gar nicht so lange her. Und dann aber auch der Internationale Strafgerichtshof. Es könnte theoretisch auch noch ergänzt werden durch einen Sonderstrafgerichtshof. Kann man sich ja auch vorstellen. Nur kurz zur Klarstellung. Es gab in Koblenz kein syrisches Foltergefängnis, sondern da wurde jemand vor Gericht gestellt, der so ein Gefängnis geleitet hat. So war es gemeint. Ja, genau. Also nehmen wir doch mal jetzt an, diese Ermittlungen finden statt. Sei es jetzt in Deutschland oder von Deutschland oder vor allen Dingen jetzt auch vom Internationalen Strafgerichtshof. Und die finden tatsächlich Beweise, wo sie sagen können, hier, wir können die Verbrechen, mit denen wir beauftragt sind, sie zu verfolgen, die können wir einzelnen Individuen nachweisen. Was passiert dann? Ja, also wenn es Beweise gibt, dann wird als nächstes, also man ist, wenn wir uns so das klar machen, dass wir in einem Ermittlungsverfahren sind, dann sammelt man Beweise und dann gibt es eine Anklageschrift und dann wird ein Verfahren eröffnet. Also so läuft Strafrecht, so läuft ein Strafverfahren. Das Problem, was wir hier nur haben, ist, dass die verdächtigen Personen, die sind in der Regel in Russland oder jedenfalls nicht bei uns in Deutschland und nicht in Den Haag. Also das wird in der Praxis das größte Problem sein, da an diese Leute heranzukommen und im Wege von Auslieferungen hier Erfolg zu haben. Aber wenn jetzt zum Beispiel im Rahmen eines solchen Ermittlungsverfahrens eben sich individuelle Verantwortlichkeit nachweisen lässt, also jedenfalls nach Auffassung der Anklagebehörde, dann könnte doch auch ein internationaler Haftbefehl ausgestellt werden. Was wären denn dann die Folgen für die betroffenen Personen? Ja, also dann ist der Haftbefehl erstmal in der Welt. Das gibt's ja sowohl vom Internationalen Strafgerichtshof, kennen wir das, die teilweise ja lange in Kraft sind, ne? Teilweise über Jahre oder über 10 Jahre. Und auch von der Bundesanwaltschaft wissen wir das auch, dass es da Haftbefehle gibt, auch gegen jetzt Angehörige des Regimes von Assad. Und ja, ich würde mal so sagen, dann wartet man ab, was passiert. Also es gibt dann halt Auslieferungsanfragen und Gesuche, die dann entweder ignoriert werden oder nicht. Oder man guckt, reißt die Person und reißt die bei uns zum Beispiel ein oder in andere Länder, die Mitgliedstaaten oder Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs sind und dann eine Kooperationspflicht haben und die ausliefern können. Also es würde aber auch bedeuten, wenn jetzt angenommen es einen Haftbefehl gegen Putin gäbe, dann wäre seine Bewegungsfreiheit schon eingeschränkt. Ne? In welchen Staaten könnte man ihn denn dann verhaften? Ja, also verhaften, um ihn an den ISTGH auszuliefern, das ist ja die Frage. Ne? Ja, da haben wir ja im Völkerstrafrecht, das ist eigentlich so ein Dauerbrenner, ne? So ein Präzedenzfall ja lange Zeit gehabt mit dem Präsidenten des Sudan, gegen den 2009, 2010 ein Haftbefehl erlassen worden ist vom ISTGH und der durch die Welt gereist ist lange Jahre und hat dem Strafgerichtshof eine lange Nase gezeigt, um es mal so zu sagen. Ne? In Nicht-Mitgliedstaaten, wo man das auch nachvollziehen kann, die sagen, naja, für uns hat er Immunität, wir sind nicht Mitglieder in eurem Club, aber teilweise, und das war ja schon auch so ein bisschen ein Affront, auch ein gewollter Affront vielleicht auch in Mitgliedstaaten, die gesagt haben, wir stellen unsere Diplomatie über unsere Verpflichtung oder beziehungsweise wir können das mit unserem Rechtssystem irgendwie nicht in Einklang bringen. Einerseits müssen wir die Immunität wahren, andererseits sollen wir das ausliefern, wie soll das gehen? Aber wenn Sie das so, doch wie soll ich sagen, etwas resigniert schildern, muss man dann nicht zu der Erkenntnis kommen, dass der Internationale Strafgerichtshof im Wesentlichen so eine Art Papiertiger ist? Nee. Also muss das Putin und seine Leute überhaupt schocken? Ja, das wird ihn wahrscheinlich jetzt erstmal nicht schocken, aber das Sudan-Beispiel ist ja noch nicht zu Ende. Ja, also man hat da von vielen Seiten schon gesagt, es bringt gar nichts. Was soll das? Selbst die Anklägerin hat, glaube ich, 2014 vor der UN gesagt, ich kriege hier null Unterstützung und soll dieses Verfahren leiten. Ich stelle das bald mal ein. Ja, und dann ändert sich die politische Lage im Sudan und der wird gestürzt und sitzt plötzlich in Haft und man verhandelt über eine Auslieferung an Den Haag. Ich weiß nicht, wie die nächsten 10 Jahre verlaufen werden mit Blick auf die Politik in Russland. Und wer weiß, es dauert sehr lange. Es wird in den nächsten Monaten oder wahrscheinlich auch Jahren vermutlich nichts passieren. Aber es kann sich alles ändern. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war im Interview mit der Lage der Nation Professor Dr. Moritz Formbaum von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität in Münster. Ganz herzlichen Dank, Herr Formbaum, dass Sie Zeit hatten für dieses Interview. Ich danke Ihnen.
Wir haben ja oben schon so ein bisschen über die Sanktionen gesprochen und dass sie wirklich geschlossen, beschlossen wurden und durchgeführt werden und dass sich auch viele große Konzerne und Firmen jetzt mehr oder weniger daran beteiligen und dass die Effekte zweifelsohne da sind. Und trotzdem gibt es in diesem Sanktionsregime gegen Russland ein riesiges, großes Loch. Ganz genau. Und das sind die Energieimporte. Denn bizarrerweise kaufen die europäischen Staaten nach wie vor für viele Milliarden Dollar Kohle, Öl und Gas in Moskau ein. Ja, die EU kauft jeden Tag fossile Brennstoffe in Russland im Wert von rund 800, 900 Millionen Euro. Also fast eine Milliarde jeden Tag. Genau. Ja. Wie viel davon wirklich jetzt überwiesen wird, ist so ein bisschen unklar, weil wir die Verträge mit Gazprom nicht kennen, die sind geheim. Aber fest steht, da fließen jeden Tag viele Millionen, jeden Monat viele Milliarden Euro und Dollar nach Moskau. Also 60%, sagt die NGO Transport and Environment, 60% seiner Exporteinnahmen in die EU macht Russland mit Öl und Kohle. Und das ist natürlich ein offensichtlicher Widerspruch, ne? Auf der einen Seite reden wir von einem unvergleichlich harten Sanktionsregime. Auf der anderen Seite gibt es in diesem Regime einfach ein riesengroßes Loch und gibt es immer noch ganz fette Schecks für Moskau. Und deswegen ist in den letzten Tagen eine Debatte über einen sogenannten fossilen Boykott aufgekommen. Also um die Frage, ob man nicht auch diese Energielieferungen aus Russland möglichst schnell blockieren sollte. UK hat das schon gemacht. Also Großbritannien will russisches Öl, ne, ist immer wichtig, es gibt Gas, Kohle und Öl. Hier, Großbritannien will Öl bis Ende des Jahres los sein aus Russland. Die USA stoppen den Kauf von russischem Öl und russischer Kohle. Dazu muss man sagen, die importieren halt relativ wenig. Also die importieren nur so rund 5% ihres Verbrauchs an Öl und Ölprodukten kommen aus Russland. Die Entscheidung in den USA war schwierig, weil natürlich auch da die Benzinpreise nach oben gehen und das ein riesen innenpolitisches Thema vor den Wahlen ist. Trotzdem war die Entscheidung, glaube ich, leichter, als sie es der EU fällt. Ja, das muss man sehen. Ne? Die Situation ist bei uns in der EU völlig anders. 90% unserer fossilen Brennstoffe müssen wir in der Europäischen Union importieren und ein ganz erheblicher Anteil davon kommt aus Russland. 37% des europäischen Gases, ja, kommen aus Russland. In Deutschland ist der Anteil nochmal deutlich höher, nämlich 55% des nach Deutschland importierten Erdgases stammt aus Russland. Bei Öl, also Rohöl, liegt die Quote europaweit bei 27%, in Deutschland bei 32%. Also rund ein Drittel, ne? So. Ja. Ne? Und ja, bei Kohle, Steinkohle, sind 46% europaweit und in Deutschland sogar 50%. Das heißt also, wir sind in allen drei Bereichen jeweils quasi Marktführer, wenn es darum geht, fossile Brennstoffe aus Russland einzukaufen. Aber besonders deutlich sind die Anteile einfach bei Erdgas und Kohle, ne? 55% bzw. 50% ja, der Importe aus Russland, das ist schon nicht wenig. Ja, wobei man, glaube ich, ein bisschen trennen muss. Also 55% unseres Gases kommt aus Russland und bei der Kohle sind es 46% der importierten Kohle. Kommen aus Russland. Okay. Ne? Weil wir auch eigene Kohle immer haben. Weil wir auch eigene Kohle haben, also das ist wichtig zu trennen. Und trotzdem ist die Abhängigkeit enorm. Beim Gas größer als bei Kohle und Öl, bei Kohle und Öl. Aber die Abhängigkeit ist, denke ich, klar. Und deswegen ist das auch Thema heute und morgen beim Treffen der EU-Regierungschefs. Informelles Treffen in Versailles. Da gibt's im Kern drei Themen. Flüchtlingshilfe, also wie gehen wir mit den Menschen aus der Ukraine um? Wie verteilen wir die? Wie machen wir das? Wie ist deren rechtlicher Status? Waffenlieferungen, also wie wird das gemacht, wie viel geben wir dafür aus und Sanktionen, also sollen wir da noch nachlegen. Apropos Waffenlieferungen, da gab es noch die kurze Rückmeldung, kleine Korrektur zur vergangenen Folge. Wir hatten in der letzten oder in der vorletzten Woche mal gesagt, dass die EU selber Waffenlieferungen beschlossen habe. Das ist im Detail nicht ganz richtig, sondern es ist vielmehr so, dass die EU Waffenlieferungen finanziert. Die konkrete Umsetzung dieser Waffenlieferungen obliegt dann allerdings den EU-Mitgliedstaaten. Das hat einfach praktische Gründe, weil die EU ja keine eigene Armee hat, gibt es einfach überhaupt kein Beschaffungswesen in der Europäischen Union. Es gibt quasi nicht die Verwaltungsstrukturen, um Waffen zu kaufen. Deswegen lässt man das verwaltungstechnisch die Mitgliedstaaten abwickeln. Auf der anderen Seite, die politische Bewertung ist klar, wer zahlt, bestimmt. Ne? Das heißt also, es bleiben Waffenlieferungen der EU, auch wenn die konkrete Umsetzung dann durch die Mitgliedstaaten erfolgt. Genau, aber wie gesagt, ein wichtiger Punkt sind eben diese Sanktionen und soll die EU wirklich jetzt auch sagen, wir kaufen kein Gas mehr, wir kaufen kein Öl mehr, wir kaufen auch keine Kohle mehr in Russland. Die Sanktionen
sind bisher spürbar, aber die Energieträger sind eben ein großes Loch. Selenskyj hat auch dazu aufgerufen, doch jetzt auch fossile Brennstoffe aus Russland zu boykottieren. Polen, andere Länder in Osteuropa sind so tendenziell dafür. Größter Bremser, glaube ich, das kann man so sagen, ist Deutschland. Ja, Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt einen Boykott strikt ab wegen der Folgen für die Energieversorgung in Deutschland. Ebenso Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der auch vor einschneidenden Folgen warnt. Planen, glaube ich, muss man dabei trotzdem, auch wenn man das jetzt nicht aktiv macht oder wie das immer so schön neudeutsch heißt, proaktiv, sondern die Gefahr besteht ja einfach, dass Russland auch mal sagt, wir drehen den Hahn zu. Und dafür gab es diese Woche mal deutlichere Zeichen, als das bisher so der Fall war. Der russische Vizeministerpräsident Alexander Novak, das weiß ich jetzt gerade nicht, hat diese Woche gesagt, sie könnten ja auch Nord Stream 1 dicht machen. Also das ist diese Schwesterpipeline, die durch die Ostsee neben der jetzt abgesagten Nord Stream 2 Pipeline schon seit Jahren funktioniert und eben viel, ein Großteil des Gases aus Russland nach Deutschland bringt. Da hat er gesagt, naja, die kann man ja auch mal zudrehen. Mal sehen, was er dann sagt. Und deshalb ist das jetzt auch Thema beim Rat. Und der muss vor allen Dingen auch über einen Vorschlag der Kommission abstimmen und wird den wahrscheinlich auch beschließen. Und der ist nicht ohne. Also die Kommission hat vorgeschlagen, hey, wir können und sollten das auch tun, Gasimporte bis zum Ende des Jahres um 2/3 zu reduzieren. Die europäischen Gasimporte aus Russland bis zum Ende des Jahres, das ist in was? 8-9 Monaten, um 2/3 zu reduzieren, und bis 2030 soll dann gar kein Gas mehr aus Russland kommen. Das muss man sich überlegen. Das ist ein sehr ambitionierter Plan, wenn er tatsächlich so beschlossen werden sollte. Die Motive liegen auf der Hand. Ne? Zum einen will man die Energiewende voranbringen, vor allem aber jetzt akut den Krieg in der Ukraine beenden und dazu eben vor allem nicht mehr Russlands Kriegskasse füllen. Wobei man sagen muss, Philipp, die Kategorien Öl und Gas sind da doch vergleichsweise unterschiedlich. Ne? Denn also Öl lässt sich wohl doch wesentlich leichter woanders besorgen als Gas. Der Markt ist wesentlich flexibler. Es gibt einfach mehr Anbieter. Es gibt einfach mehr Staaten, die Öl produzieren. Es gibt auch einfach größere Ölreserven. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, ne? Öl liebt irgendwie Autokratie? Ja, also das ist ganz wichtig. Also ich habe mich das immer gefragt, warum reden jetzt alle immer mal über Gas, 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 ein bisschen über Öl, ein bisschen über Kohle? Der Unterschied ist, wie du sagst, es ist einfach leichter zu ersetzen, sowohl Kohle als auch Öl, weil eben keine Pipelines gebaut werden müssen, weil das alles viel flexibler ist. Aber der Hinweis ist eben auch klar, wenn du dann guckst, ja, wir können ja unser Öl woanders besorgen, und dann landest du wo? Die Händler sind auch nicht so richtig sympathisch. Beim Iran und bei den Emiraten. Und das zeigt einfach, dass diese fossilen Brennstoffe vor allen Dingen in Autokratien wohnen oder häufig sich eben Autokratien da bilden, wo das Zeug aus dem Boden sprudelt. Und auch der Verein der Kohleimporteure fand ich auch lustig. Was alles gibt, ne? VDKI heißt der. VDKI, der wurde im Tagesspiegel Background da im Newsletter zitiert, den man immer empfehlen kann. Der sagt, Steinkohleimporte aus Russland können schon in wenigen Monaten vollständig durch andere Länder ersetzt werden. Also das ist jetzt Kohle, eben bei Öl, ne? Auch da sei es ein liquider Markt. Die Kohlepreise allerdings seien auch explodiert, aber im Vergleich zum Gas und Öl eben eher günstig. Also auch da, man kann die Kohle woanders herholen, wenn man sie denn aus Russland nicht kriegt. Und wir hatten ja, Stichwort Gas, letztes Mal über 2 Studien auch berichtet, die alle sagen, wir könnten ohne russisches Gas auskommen. Wird teuer, man muss schnell viel kaufen und speichern und koordinieren. Und zu einem ähnlichen Ergebnis kommt jetzt ein Team der Leopoldina. Das ist die Nationale Akademie der Wissenschaften. Die hatten wir auch im Corona-Kontext schon öfter mal gehört. Und die haben sich jetzt in so einer Kurzanalyse auch über die Frage gebeugt, können wir denn auf russisches Gas verzichten? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Was müssen wir tun? Und deren Fazit ist, handhabbar, könnte man schaffen für die deutsche Volkswirtschaft. Aber wird teuer und Knackpunkt wird der kommende Winter, sagen sie. Und im Team der Leopoldina sitzt unter anderem auch Professor Dr. Veronika Grimm. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Wirtschaftstheorie an der Universität Erlangen-Nürnberg und eine der 5 sogenannten Wirtschaftsweisen, also im Sachverständigenrat der Bundesregierung für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Herzlich willkommen in der Lage der Nation, Professor Grimm. Hallo, ich grüße Sie. Frau Grimm, fragen wir doch mal zuerst nach Gas insgesamt. Also wir wissen, 55% des deutschen Gasverbrauchs kommt aus Russland aktuell. In der EU sind es 40. Wofür brauchen wir in Deutschland dieses Gas aus Russland? Wofür nutzen wir das? Ja, wir nutzen das Gas für die Wärmeversorgung in den Haushalten, in der Industrie,
als Grundstoff und als Energieträger und im Stromsektor, um Strom zu erzeugen und vor allen Dingen die Fluktuation der erneuerbaren Energien abzufangen. Gas ist ja unsere Übergangstechnologie auch für die Transformation zur Klimaneutralität. Ja, nun wird eben in letzter Zeit vor allem über Gas gesprochen. Deutschland und die Europäische Union bekommen aber auch viel Öl und Kohle aus Russland. Warum macht denn der Wegfall von Kohle und Öl aus Russland ExpertInnen viel weniger Kopfzerbrechen als der Wegfall von Gas? Ja, der Wegfall der Energieversorgung ist insgesamt herausfordernd, falls die russischen Lieferungen eingestellt werden. Allerdings kann man Öl und Kohle leichter transportieren. Das ist auch leichter auf dem Weltmarkt zu beschaffen. Leichter heißt nicht, dass es leicht ist. Gas ist eben Pipeline gebunden und kommt direkt über die Pipelines bei uns an. Das haben wir lange vorangetrieben, weil das so günstig war. Weil natürlich das Gas, das wir anderweitig aus aller Welt beschaffen könnten über die LNG-Terminals, das ist eben teurer. Deswegen haben wir uns so stark auf Russland fokussiert. Aber diese Abhängigkeit ist jetzt sehr groß und das wäre sehr einschneidend, wenn diese Lieferungen wegfallen würden. Bleiben wir also mal beim Gas. Da haben Sie ja auch im Rahmen der Leopoldina an Analyse mitgewirkt zu der Frage, wie können wir eigentlich mit einem möglichen Gaslieferstopp oder einem Boykott umgehen? Würden wir da über den Winter kommen? Und wenn ja, wie? Im Kern sagt das Gutachten, ja, das geht, aber es müssen halt bestimmte Sachen unternommen werden und es hängt von bestimmten Bedingungen ab. Vielleicht fragen wir mal, welche Maßnahmen müsste Deutschland denn kurzfristig ergreifen, um mit einem möglichen Lieferstopp von Gas aus Russland klarzukommen? Ja, das ist sehr vielfältig. Das ist schon eine herausfordernde Situation. Und ich glaube, man muss sich vorab klar machen, dass wir uns damit eigentlich befassen müssen, unabhängig, ob die EU das proaktiv beschließt. Es kann uns ja auch einfach passieren. Das heißt, wir müssen uns auf die Situation eigentlich in jedem Fall einstellen. Und deswegen ist auch wichtig, sich zu überlegen, was muss jetzt eigentlich passieren. Die Strategie müsste auf verschiedenen Säulen basieren. Zum einen müssen wir Gas auf dem Weltmarkt beschaffen. Das funktioniert über die Kapazitäten der LNG-Terminals. In Europa sind da noch Kapazitäten frei, aber es gibt auch Engpässe. Zum Beispiel gibt es viele Terminalkapazitäten in Spanien, aber die Verbindung von Spanien nach Zentraleuropa, also die Pipeline-Verbindungen, die sind eben nicht so umfangreich, sodass man diese Knappheiten auch berücksichtigen muss. Also wir könnten im Endeffekt nicht das gesamte russische Gas durch LNG-Gas ersetzen. Und das bedeutet, wir müssen auch Gas einsparen, dort, wo das möglich ist. Ein Beispiel wäre der Stromsektor. Im Stromsektor kann man die Gasverstromung zum Teil durch Kohleverstromung ersetzen. Atomkraft ist ja auch in der Diskussion. Und das würde einem erlauben, dann eben relativ frühzeitig Gas schon einzuspeichern, weil man muss ja auch bedenken, Gas ist ein speicherbarer Energieträger. Das heißt, und wir brauchen das im Wesentlichen im Winter, in der Wärmeperiode, in viel größerem Umfang als im Sommer. Und das heißt, wir müssten Gas schon jetzt anfangen, vermehrt einzuspeichern und einzusparen, um so einen Puffer für den Winter uns zu erarbeiten. Und das funktioniert einerseits durch Ersatz von Gas dort, wo wir es substituieren können. Und zum anderen funktioniert es dadurch, dass wir Energieeffizienz vorantreiben. Und das ist, glaube ich, ein Handlungsfeld, das ist noch nicht bei allen angekommen. Eigentlich braucht man eine massive Beschleunigung aktuell bei Energieeffizienzmaßnahmen. Jetzt ist es ja so, dass diese Infrastruktur, die Sie angesprochen haben, also LNG, Flüssiggas, was flüssig angeliefert wird, tiefgekühlt per Schiff an solchen Terminals ankommt, nicht in Deutschland, aber in anderen Stellen Europas, muss transportiert werden, es muss eingespeichert werden. Die Speicher in Deutschland sind, glaube ich, gerade zu 27% nur gefüllt, was sehr wenig ist. Also da sagen Sie auch in dem Gutachten, das muss bis zum Winter massiv aufgefüllt werden. Jetzt ist es ja so, dass diese ganze Infrastruktur, Pipelines, Übertragungsnetze, auch die Speicher in privaten Händen sind. Zum Teil gehören sie auch Gazprom. Wie will man denn jetzt bei diesen maximal hohen Gaspreisen diese privaten Spieler, nenne ich sie mal, dazu bewegen, teures Gas einzukaufen und die Speicher aufzufüllen? Wie soll das gehen? Genau, da treffen Sie gerade einen der Punkte, die extrem kritisch sind. Das muss man natürlich erreichen durch eine kluge Regulierung. Und da muss man sich Maßnahmen überlegen, die dann eben einerseits dazu führen, dass die Speicher tatsächlich gefüllt werden und andererseits aber auch die Betreiber gegen das Risiko absichern. Weil es ist ja so, dass wenn wir jetzt zu sehr hohen Kosten einspeichern, dann hat das auch eine Auswirkung natürlich auf die russischen Versorger. Man kann schon davon ausgehen, dass Russland da auch in gewissem Sinne ein Spiel mit einem spielt. Wenn wir uns gut vorbereiten und jetzt viel teures Gas einspeichern, dann ist natürlich der Anreiz, unseren Markt im Winter mit Gas zu fluten, falls es keinen Lieferstopp gibt, mit billigem Gas zu fluten, sehr groß. Und das entwertet natürlich die ganzen Bestände in den Speichern der privatwirtschaftlichen Akteure. Und dagegen muss man natürlich Absicherungen bieten, sonst macht das auch keiner. Und umgekehrt ist es natürlich so, wenn wir uns nicht absichern, dann sind wir erpressbar.
dann sind wir extrem exponiert. Also ist das eigentlich keine Alternative. Darüber muss man sich jetzt sehr genau Gedanken machen. Die Kosten des derzeit extrem hohen Gaspreises belasten natürlich sowohl die deutsche Volkswirtschaft als auch die individuellen Haushalte. Was würden Sie denn schätzen? Was wird es denn tatsächlich kosten pro Person in Deutschland, wenn es ein fossiles Embargo geben sollte? Ja, das ist ein Blick in die Glaskugel, die im Moment keiner hat. Es gibt da Abschätzungen. Eine andere Gruppe von Wissenschaftlern hat eine Studie vorgelegt mit Hilfe von so einem makroökonomischen Modell, wo eine große Spannbreite herauskommt zwischen 0,5 und 3% Einbruch des BIP. Also Bruttoinlandsprodukt unserer Wirtschaftsleistung insgesamt. Mhm. Als Folge eines solchen Embargos, wobei ein solches Makromodell natürlich noch nicht die unmittelbaren Verwerfungen, die vielleicht auftreten, wenn die Preise jetzt nochmal wirklich in die Höhe schnellen, mitmodelliert. Und da muss man auch nochmal genau drauf gucken. Wir brauchen sicherlich noch eine genaue Vorbereitung auch auf diesen Fall, dass ein russisches Embargo kommt und die ganzen Energieversorger natürlich Verträge mit ihren Kunden haben, aber die langfristigen Lieferverträge, mit denen sie das Gas dann günstig vorab beschafft haben, die fallen dann weg. Sie müssen dann zu dem 5- bis 10-fachen Preis Gas auf dem Weltmarkt kaufen. Und das ist natürlich was, was auch einen großen Konzern schnell in die Knie zwingen kann. Auch das ist ein Problem, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Und wie gesagt, unabhängig eigentlich davon, ob wir das beschließen oder ob wir nur erwarten, dass das eben passieren kann. Ja, was würden Sie denn sagen, wenn doch jetzt sehr hohe Mehrbelastungen für Haushalte entstehen, dann gibt es ja einen ganz starken, wie soll ich sagen, politischen Druck, da für Entlastung zu sorgen. Wie würden Sie das denn makroökonomisch für sinnvoll halten? Wie sollte diese Mehrbelastung für die Haushalte ausgeglichen werden, sodass sich die Menschen eben noch eine warme Wohnung leisten können, aber trotzdem auch übergeordnete Ziele erreicht werden können? Ja, es ist ja jetzt schon auch ein bisschen was passiert. Die Bundesregierung hat ja ein Paket aufgesetzt von 13 Milliarden Euro, schafft jetzt die EEG-Umlage ab, das senkt die Strompreise. Das ist gut, weil die Nutzung von Strom in allen Sektoren, das ist ja ein Weg in die Transformation der Energieversorgung. Das ist ja eigentlich das, was die Energiewende auch vorantreibt und was uns langfristig auch unabhängiger macht von russischem Gas. Dann gibt es die Heizkostenzuschüsse für bestimmte Haushalte, für bestimmte Personengruppen. Dann gibt es Steuererleichterungen und es gibt die Anpassungen bei der Pendlerpauschale. Pendlerpauschale ist ein bisschen wenig zielführend, weil das kommt ja erst viel später, wenn die Leute ihre Steuererklärung machen. Und tendenziell bei Leuten mit mehr Einkommen, ne? Also es geht ja auch vor allen Dingen, wie man die unteren Einkommen entlasten kann, ne? Und das wäre jetzt genau mein Punkt eigentlich. Wenn wir jetzt weitere Entlastungen andenken, dann müssten das Entlastungen sein, die zum einen zielgerichtet sind, untere und mittlere Einkommen treffen. Ich glaube, man muss schon mittlere Einkommen mitdenken. Es gibt viele Familien, die zählen bei uns zu den mittleren Einkommen, die haben aber auch nicht viel. Die müssen auf jeden Pfennig umdrehen und können diese Belastungen auch unter Umständen nicht mittragen, wenn die Preise nochmal sehr stark hochgehen. Also das müsste man mitdenken, aber man sollte es zielgerichtet machen. Und ich glaube, man sollte auch keine Entlastungen jetzt vorantreiben, die die Energiewende die Transformation zur Klimaneutralität konterkarieren, weil dann schießen wir uns quasi ins Knie, wenn wir da die falschen Anreize setzen, weil eigentlich wollen wir ja mittel- bis langfristig aus dieser Abhängigkeit rauskommen, indem wir den Klimaschutz vorantreiben, stärker auf erneuerbare Energien setzen und auf Wasserstoff und erneuerbare Energieträger. Und wenn wir das nicht jetzt auch vorantreiben, sondern die Anreize konterkarieren, dann kann das sehr schwierig werden. Ja, was müsste denn da passieren? Also wenn Sie sagen, okay, wie Pendlerpauschale ist jetzt vielleicht nicht so die richtige Methode, aber wenn wir trotzdem wissen, wie auch immer, die Preise werden steigen und wir müssen den Leuten helfen, ohne die Energiewende zu verbauen. Was wären da Maßnahmen, wo Sie sagen, ja, das würde das jetzt voranbringen, das wäre eine Investition, nicht einfach nur eine Ausgabe? Ja, gibt ein paar Dinge, die man andenken könnte. Im Sozialsystem ist es natürlich auch möglich, dass bestimmte Kosten bei den Leuten gar nicht ankommen. Das ist die eine Sache, da muss man genau gucken, wer wird denn ohnehin entlastet, dann glaube ich, dass es sehr zielführend wäre, Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz massiv voranzutreiben. Also Anreize, auch Förderprogramme nochmal aufzusetzen, nochmal neu aufzulegen, die jetzt unmittelbar den Menschen ermöglichen, entweder ihr Verhalten zu ändern oder eben auch kurzfristig zu investieren in Energieeffizienz. Sei es dadurch, dass sie sich beraten lassen bezüglich der Effizienz oder dass sie kurzfristig noch sehr alte Heizkessel austauschen. Und da könnte man eben sozusagen Effizienzmaßnahmen vorantreiben und gleichzeitig aber auch eben eine finanzielle Entlastung den Leuten zukommen lassen durch Förderprogramme. Bei der Energieeffizienz ist es so, dass vieles sehr langfristige Aktivitäten sind, aber es gibt durchaus auch große Potenziale, die man sehr kurzfristig heben kann. Und da könnte man jetzt auch die, ist ein bisschen zynisch, Gunst der Stunde nutzen, weil die Preise sind ja jetzt so hoch, dass
die Aufmerksamkeit der Menschen für das Thema eigentlich maximal sein müsste. Und das sollte man jetzt ausnutzen und unmittelbar so eine Kampagne voranbringen und auch eben mit Fördermitteln unterlegen. Ich würde gerne nochmal eine ökonomische Betrachtung der gegen Russland bisher verhängten Sanktionen anstellen mit Ihnen zusammen und vor allem auch die Frage stellen, ob diese bisherigen Sanktionen denn überhaupt wirken oder andersrum gefragt, ob die nicht möglicherweise alle für die Katz sind, wenn wir nicht auch fossile Rohstoffimporte komplett blocken. Also es gibt da ja immerhin die These, dass einfach immer noch so viel Geld nach Russland fließt, dass die mit den bisherigen Sanktionen irgendwie klarkommen werden. Auf der anderen Seite sind Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck sehr skeptisch. Sie lehnen einen Importstopp ab. Was sagen Sie, aus einer ökonomischen Perspektive müssen wir den fossilen Hahn zudrehen und damit den Dollarhahn für Moskau zudrehen? Ja, das ist nicht komplett eine ökonomische Betrachtung, die dahinter liegt. Ich glaube, man sollte das dann tun, wenn man glaubt, dass ein Energieembargo die Eskalation eindämmen kann und die Ausbreitung von Krieg in Europa unwahrscheinlicher macht. Das kann ich natürlich als Ökonomin ganz schwer bewerten. Aber ich würde denken, rein ökonomisch ist es so, dass wenn wir es schaffen, dadurch den Krieg einzudämmen und diese Eskalation sich nicht entfalten zu lassen, dann ist es das auch ökonomisch wert, weil andauernde kriegerische Auseinandersetzungen in Europa hätten deutlich schwerwiegendere, auch ökonomische Folgen, abgesehen von dem ganzen menschlichen Leid, das damit zusammenhängt. Jetzt ist es natürlich unklar, ob diese Sanktionen dazu geeignet sind, Putin wirklich zu stoppen. Ich würde auf jeden Fall sagen, diesen Krieg in der Ukraine werden sie nicht beenden. Egal, wie hart die ökonomischen Sanktionen kommen. Was natürlich passieren kann, ist, dass man durch diese ökonomischen Sanktionen den Spielraum, den finanziellen Spielraum immer enger macht. Aktuell ist es ja so, dass die Zentralbank sanktioniert ist und Stützungskäufe des Rubel getätigt werden über die Einnahmen aus den Energieexporten. Und das stabilisiert im gewissen Umfang die russische Wirtschaft aktuell und erlaubt auch, die Devisen noch zu nutzen, die aus den Energieexporten eingenommen werden. Und das ist natürlich was, was man noch abstellen könnte. Ob das geeignet ist, um weitere Ausbreitung von Krieg in Europa einzudämmen, das müssen im Endeffekt andere beurteilen. Da gibt es Experten, die das sicherlich besser einschätzen können als ich. Ich habe dazu noch eine Frage zu dieser Frage Bargeld und Finanzierung des Kriegs. Da gibt es ja dieses Argument, ja, wir finanzieren mit diesen fossilen Rohstoffeinkäufen, wo die EU für fast 1 Milliarde Dollar pro Tag Rohstoffe einkauft. Was da alles bezahlt wird am Ende, weiß man nicht genau, weil die Verträge geheim sind. Tatsache ist, da fließen viele, viele, viele Devisen rüber nach Russland. Und dann sagen viele, ja, damit finanzieren wir den Krieg. Andere, wie zum Beispiel Andrew Watt vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung sagt, na ja, mit diesen Devisen kann Putin eigentlich gar nichts anfangen. Der hat auch so schon 600 Milliarden Dollar da in seiner Kriegskasse in Russland liegen. Aber aufgrund der Sanktionen sind diese Devisen quasi nicht wertlos, aber momentan zumindest nicht so wertvoll, wie es aussieht. Und deswegen finanzierten wir mit unseren fossilen Rohstoffeinkäufen auch nicht direkt den Krieg. Was sagen Sie? Ja, ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Es ist natürlich so, dass die Nutzung der Mittel deutlich eingeschränkt ist, aber es ist eben für diese Mittel anders als bei den Zentralbankreserven, die eben überhaupt nicht verwendet werden können. Diese Mittel, dadurch, dass die entsprechenden Banken nicht sanktioniert werden, können verwendet werden. Inwiefern es dann möglich ist, davon tatsächlich einzukaufen, das ist natürlich auch niemandem so wirklich bekannt. Aber man sieht eben an den Finanzmärkten, dass zum Beispiel Stützungskäufe geschehen. Es ist sicherlich so, dass diese Mittel dann, vor allen Dingen, weil die Banken nicht sanktioniert sind, doch verwendet werden. Und ich halte das durchaus schon für ein Polster, das da angefüttert wird. Und vor allen Dingen ja auch mit Blick auf die Zukunft. Sanktionen sind nie ewig. Diese Einnahmen akkumulieren sich ja. Und insofern würde ich denken, man muss auch mit Blick auf die Zukunft schauen. Man versetzt das System ja in die Lage, mit einem substanziellen finanziellen Polster weiter zu agieren. Und das kann durchaus problematisch sein. Es wird ja auch so sein, dass sich die Machtverhältnisse in der Welt verschieben. Wir sind zunehmend in einer machtorientierten Weltordnung, nicht mehr in einem regelbasierten System. Und dem muss man, glaube ich, auch Rechnung tragen in seinen Überlegungen. Marcel Fratscher zum Beispiel vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung formuliert eine Gegenposition zu dem eben zitierten Ansatz von Andrew Watt. Er schätzt es nämlich so ein, dass Russland quasi die Pleite drohe und auch einige Ratingagenturen, die also quasi die Kreditwürdigkeit von Unternehmen und Staaten einschätzen, kommen ja zu der Einschätzung, Russland stehe kurz vor dem Default, also vor der Zahlungsunfähigkeit. Wie würden Sie das einschätzen? Welche Wirkung haben die bisherigen Sanktionen auf Russland und müssen wir da noch nachlegen?
Ja, ich würde denken, die Sanktionen haben massive Wirkungen. Es ist ja auch so, dass nicht nur die unmittelbare Situation angeschaut werden muss. Ich meine, Russland ist auch im gewissen Sinne ein System, das dann sich aus sich selber heraus am Leben erhalten kann. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich die aktuelle Situation auf wirklich Jahre, Jahrzehnte Vertrauen zerstört und die Risikoaufschläge von allen Akteuren, die mit Russland agieren, massiv anheben wird. Also die wirtschaftlichen langfristigen Folgen werden massiv sein davon, einfach weil man aufgrund des Vertrauensverlustes einfach ein riesiges Potenzial an möglichen Handelsbeziehungen einfach wirklich in die Tonne getreten hat dadurch. Was das politisch bewirkt, das ist völlig unklar. Es gibt viele Staaten, die weit weg von dem Umsturz des Regimes geblieben sind, die politisch auf Sanktionen eigentlich nicht so reagiert haben, wie sich die Sanktionierenden das vorgestellt haben. Und man muss ja auch sehen, in dem Moment, wo man Sanktionen ziehen muss, haben sie eigentlich einen Teil ihres Zwecks verfehlt. Ne? Eigentlich möchte man ja Sanktionen androhen, damit nichts passiert. Das ist auf jeden Fall nicht gelungen. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir aus dieser sehr misslichen Lage wieder herauskommen. Das ist für Europa schon eine sehr herausfordernde Situation. Und ich würde denken, das zieht sich über mindestens 10 Jahre, wenn nicht länger, bis wir wieder in einer einigermaßen stabilen Situation sind. Ich habe noch eine letzte Frage. Sie haben vorhin angedeutet, diese Sanktionen werden wahrscheinlich teuer und wenn dann auch fossile Rohstoffe nicht mehr eingekauft werden, dann wird es auch richtig teuer. Das würde aber unterm Strich immer noch billiger und besser als hier so eine Eskalation des Krieges. Jetzt haben Sie auch am Anfang gesagt, Kohle, Öl, das ließe sich leichter ersetzen, da gibt es flexiblere Märkte. Wäre unter dieser Perspektive es nicht mindestens ratsam zu sagen, auf Kohle und Öl aus Russland verzichten wir? Ja, das muss eine europäische Entscheidung sein, was da genau passiert. Das wird verhandelt werden. Man kann das alles machen. Ich glaube, man muss ein paar Punkte vorab wirklich klären. Ich weiß nicht, ob die politisch schon komplett geklärt sind. Das ist der unmittelbare Moment des Importstopps. Da kann es wirklich zu Verwerfungen kommen. Und das ist die Vorbereitung auf den nächsten Winter. Und man muss sehr konsequent sein. Ich glaube, man muss diese Trade-offs durchdenken, zusammen mit Sicherheitsexperten. Man muss sich eigentlich auch ein sehr, sehr klares Bild machen, welche Wirkung haben diese Sanktionen eigentlich in der langen Frist. Das muss ja eigentlich das Ziel sein, langfristig die Konflikte und die Eskalation in Europa im Griff zu behalten. Und darauf müssen eigentlich die Maßnahmen ausgerichtet sein, dass wir es schaffen, möglichst schnell wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Und möglichst schnell ist hier trotzdem eine Periode von wahrscheinlich mehreren Jahren, in denen das dann ablaufen wird. Ja, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war im Interview mit der Lage der Nation Professor Dr. Veronika Grimm, Inhaberin des Lehrstuhls für Wirtschaftstheorie an der Uni Erlangen-Nürnberg und eine der 5 Wirtschaftsweisen. Vielen Dank, Frau Professor Grimm. Ja, ich danke Ihnen. Ich glaube, wir müssen noch mal 1,5 Worte sagen zu diesem Energiesparen. Das wird ja immer so ein bisschen belächelt, also Energiesparen. Da denkst du immer so an eine neue Birne in der Strom aus, Birne, ja, und dann wird die Welt gut. Das wird immer so ein bisschen belächelt. Aber je weniger Energie wir einfach brauchen, desto weniger müssen wir produzieren. Das heißt, desto weniger Windräder müssen wir aufbauen, Flächenkonflikte, Bürgerkonflikte, bla, you name it. Und desto weniger Energie müssen wir eben importieren. Stichwort Öl und Gas. Und Greenpeace, das fand ich ganz interessant, hat deshalb auch diese Woche mal so einen Plan vorgelegt, wie wir denn den Ölbedarf, nicht Kohle, ne, sondern vor allen Dingen den Ölbedarf senken könnten. Und da war mal wieder das Tempolimit da. Ja, fand ich ganz lustig. Die haben so einen richtigen Katalog vorgelegt mit Einzelmaßnahmen und ganz an der Spitze steht tatsächlich ein, wie Sie sagen, vorübergehendes Tempolimit. Ne? nicht dumm, ja. Ob das dann wirklich vorübergehend bliebe. Nehmen wir dann wieder weg. Klar. Na, aber da sagen Sie halt, man könnte doch einfach mal als Krisenmaßnahme auf der Autobahn ein Limit von 100 einführen, ein Limit von 80 auf Landstraßen. Und das, so hat jedenfalls Greenpeace ausgerechnet, würde die Erdölimporte um 2,5% drosseln. Finde ich ehrlich gesagt bemerkenswert. 2,5%, dass das so viel bringen soll. Chapeau. Ich bin bei den 2,5% etwas skeptisch, aber auf jeden Fall würde das natürlich den Ölbedarf senken und der Preis wäre vergleichsweise gering. Ob man nur auf der Landstraße 80 oder 100 fährt, macht überhaupt keinen Unterschied. Auf der Autobahn 100, na klar, ist schon was anderes, als wenn man da irgendwie mit 150 reist. Aber die zeitlichen Einsparungen sind auch da vergleichsweise gering, wenn man ja eh dauernd im Stau steht. Also insofern, das wären tatsächlich Maßnahmen, über die man mal nachdenken könnte. Finde ich, härter wäre der Einschnitt, wenn Sonntage künftig autofrei wären. Gab es ja schon mal in der Ölkrise, würde nach dem Greenpeace-Gutachten 3,1% Ersparnis beim Öl bringen. Auch da
Durchführung kostet nichts, ist leicht umzusetzen, aber der Einschnitt wäre natürlich schon hoch. Sie nennen andere Maßnahmen, mit denen man Öl sparen kann. Mehr Radwege, mehr Schienenverkehr, mehr Homeoffice, hatten wir jetzt auch in Corona. Verbot von Inlandsflügen. Und so sagen sie, mit all diesen Maßnahmen könnte man 10-12% des jetzigen Ölverbrauchs einsparen. Das wäre ja schon mal was. Das wäre wirklich was, ne? Außerdem muss man natürlich auch darüber nachdenken, wie man Erdgas einsparen kann. Dazu hat sich jetzt Greenpeace nicht geäußert, aber wir haben da mal so ein bisschen was zusammengestellt. Denn da gibt es zwei besonders wichtige Sektoren, wo einfach viel Gas verbraucht wird. Das ist zum einen das Heizen, Philipp, und zum anderen die Industrie. Genau, Strom spielt beim Gas nur eine geringe Rolle. Wichtig, aber in der Menge nicht viel. Und beim Heizen ist es so, also Heizen heißt in erster Linie Privatgebäude heizen. Das ist einfach ein gutes Drittel des Gases, was wir haben, wird dafür verwendet. Und da ist die Frage, wie kann man das machen? Ja, na klar, wenn man jetzt von 21 auf 18 Grad runterstellt seine Temperatur, wenn das flächendeckend gemacht wird, dann sind auch da die Einsparungen signifikant. Langfristig aber sagen alle, brauchen wir Wärmepumpen, Wärmepumpen, Wärmepumpen. Das Prinzip ist sehr simpel. Da holt halt eine Maschine Wärmeenergie aus Luft, Wasser oder Erde, also Wärmeenergie, die ohnehin da ist, heizt damit Wasser auf, das dann im Haus verbraucht wird, entweder für Heizung oder Duschen. Und ja, man denkt das immer gar nicht, auch in 10 Grad kalter Luft steckt ja Wärmeenergie, ist ja mehr als 0 Kelvin, was so eine Lufttemperatur hat. Und mit ein bisschen Strom, idealerweise natürlich Ökostrom, kann man diese Wärmeenergie aus der Luft, aus dem Wasser, aus dem Boden in den Wasserkreislauf überführen. Und damit dann heizen. Und obwohl man Strom verbraucht, ist das ökologisch die absolut sinnvollste Methode, weil die Wärmeenergie aus Luft, Wasser und Erde eben umsonst ist. Und ja, man muss nur ein bisschen Ökostrom reinstecken. Und dann kann man, muss man dazu sagen, gut isolierte Häuser auch damit heizen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mehr Kraft-Wärme-Kopplung einzusetzen, insbesondere mit Gas. Biogas idealerweise. Ne, mit Biogas eben, das also aus Grünzeug hergestellt wird. Aber ganz ehrlich, kurzfristig ist wohl am allermeisten in der Industrie zu machen und da wiederum insbesondere in der chemischen Industrie. Und wir haben da in dieser Woche mal mit einem Insider bei der BASF geredet, einem großen deutschen Chemiehersteller. Und der hat uns mal erklärt, wie das eigentlich bisher funktioniert, wo da eigentlich das viele Gas verbraucht wird. Also er hat uns erklärt, viele Chemiewerke in seinem Konzern, aber sagt, das ist in der Branche generell so, die haben eigene kleine Gaskraftwerke und die setzen auf Kraft-Wärme-Kopplung. Das bedeutet, die machen aus Gas zunächst mal Dampf und mit diesem heißen Dampf wird dann zum einen mit Turbinen Strom produziert und zugleich hat man dann eben heißen Dampf, den man wiederum einsetzen kann, um damit zahlreiche chemische Prozesse zu betreiben. Sie machen halt Dampf und mit diesem Dampf erzeugen sie dann zum einen Strom und zum anderen ist dieser Dampf eben heiß und man kann ihn dann noch über Leitungssysteme im Werk verteilen und auf diese Art und Weise chemische Prozesse betreiben. Denn da gibt es einfach ganz viele chemische Prozesse, die Wärme brauchen, die nur zu einer bestimmten Temperatur funktionieren. So, und jetzt habe ich die Perspektive, wie könnte man auf das Gas verzichten? Man könnte zum einen mit Wasserstoff statt mit Gas heizen. Das Problem aber, sagt er, dazu fehlt uns die Infrastruktur. Diese Mengen an Wasserstoff sind so ohne weiteres gar nicht einzukaufen auf dem Markt. Daher ist die Lösung wohl, dass man in bestehenden Werken, also wo es überall schon diese Dampfkreisläufe gibt und wo die Prozesse alle auf Heizung mit Dampf ausgelegt sind, da wird man wohl auf eine zentrale Dampferzeugung setzen, aber eben mit Strom statt mit Gas, denn diesen Strom kann man vergleichsweise leicht einkaufen. Als mittelfristige Alternative allerdings würde man versuchen, vom Dampf wegzukommen und damit von der Heizung von Wasser. Stattdessen kann man den Strom einfach einkaufen und die Prozesse im Werk ebenfalls direkt heizen mit Strom. Das heißt aber, dass diese chemischen Betriebe natürlich enorme Strommengen brauchen werden. Und deswegen hat er als Beispiel mal das BASF-Werk in Schwarzheide genannt, an der polnischen Grenze. Dort zum Beispiel gibt es schon einen großen Photovoltaikpark. Das heißt, die haben also schon eine ganze Menge an Solarzellen aufgestellt, um ihr Werk mittelfristig vom Gas abzukommen. Ja, aber das zeigt wieder, dass Strom zur Basisenergie unserer ganzen Industriegesellschaft werden wird. Und das zeigt eben auch, wieso das zu diesem erstmal kontraintuitiven Effekt kommt, dass wir, wenn wir die Energiewende schaffen, weniger Primärenergie verbrauchen werden, als wir das heute tun, aber viel, viel, viel mehr Strom brauchen. Das bedeutet einfach, Sie heizen jetzt ja, machen Ihren Strom mit Gas und dabei entsteht Wärme. Gut, die nutzen Sie jetzt, aber ganz oft ist das eben Abwärme. Und wenn du deine Prozesse aber direkt mit Strom beheizen kannst, ohne da irgendwie noch Wärme zu erzeugen und Gas heizen zu müssen, wird klar, du musst viel weniger Primärenergie reinstecken, um dieselben Effekte zu haben. Und das alles funktioniert nur mit
Ökostrom. Ja, wie er uns auch erklärt hat, ne, diese Stromerzeugung aus Gas und diese Dampfkreisläufe, die waren bisher nur ökonomisch sinnvoll, weil das Gas so billig war. Ja. Ne? Aber vom Primärenergiebedarf her ist das natürlich überhaupt nicht so wahnsinnig effizient. Wesentlich effizienter wäre es, einfach nur grünen Strom einzusetzen. Da braucht man gar keinen Strom mehr zu produzieren, sondern man nimmt einfach den grünen Strom, den man einkauft. Und dann braucht man noch ein bisschen Strom zum Heizen von irgendwelchen Reaktoren. Und dann läuft das Werk komplett grün. Wir sind auf einem Weg dahin. Ich glaube, so kann man das sagen. Die Frage ist, kommen wir schnell dahin oder nicht? Dafür hat aber die Bundesregierung in dieser Woche doch einen überraschenden Schritt getan. Sie nimmt nämlich mehr Geld für Klimaschutz in die Hand, als das bisher so verabredet war. Insgesamt ging es diese Woche um 300 Milliarden, 200 Milliarden für Klima, reden wir gleich drüber. Aber es gibt eben auch noch diese 100 Milliarden für die Bundeswehr. Ja, da hatten wir ja in der letzten Woche schon berichtet von der Scholz-Rede im Deutschen Bundestag, die zum wesentlichen Inhalt hatte, dass er ein Sonderprogramm auflegen möchte von 100 Milliarden Euro zur Stärkung der Kampfkraft der Bundeswehr. In den vergangenen Tagen zeigen sich nun aber immer deutlicher auch ziemliche Differenzen in der Ampelkoalition. Wir hatten das schon kurz angedeutet, aber das manifestiert sich jetzt, nämlich Differenzen zu der Frage, wofür nun genau dieser Geldregen für die Bundeswehr, dieser Geldregen für mehr Sicherheit im Einzelnen vorgesehen werden soll. Insbesondere Grüne und auch Teile der SPD verlangen, dass dieses Geld eben nicht nur für Waffen ausgegeben werden soll, sondern stattdessen auch für eine aktive Friedenspolitik, insbesondere durch bessere Entwicklungspolitik. Ja, der Bund solle mit diesem Geld auch Krisenprävention betreiben und zum Beispiel Fluchtursachen bekämpfen, denn Fluchtbewegungen oder generell schlechte Lebensbedingungen sind eben auch häufig Anlässe oder sogar konkrete Ursachen für kriegerische Auseinandersetzungen. Das heißt also, die Perspektive ist so ein bisschen, stärken wir jetzt nur direkt die Bundeswehr, indem wir Panzer kaufen, oder versuchen wir mit diesem Geld einfach generell uns für eine friedliche Weltordnung einzusetzen? Ja, also da würde ich sagen, manifestiert sich so eine Argumentationslinie, wie wir sie auch schon angedeutet hatten, dass die Grünen auch die SPD ordentlich geschluckt haben, als sie da hörten, 100 Milliarden für die Bundeswehr, und jetzt nicht in die Totalopposition gehen, aber doch versuchen, die Verwendung ein bisschen breiter aufzustellen, als das viele wollen. Auch Olaf Scholz, glaube ich, sieht das relativ eng, wofür dieses Geld ausgegeben werden soll, nämlich dann doch eher für die Bundeswehr direkt. Und er will, dass dieses Sondervermögen im Grundgesetz verankert wird. Und dann müsste man nämlich die zusätzlichen Milliardenschulden nicht mit der Notlagenklausel der Schuldenbremse begründen, sondern sie stünden halt einfach im Grundgesetz. Auch bei der Obergrenze für die zulässige Neuverschuldung würden diese 100 Milliarden dann eben nicht mitzählen. Und mit dieser Konstruktion würde er dann dafür sorgen, dass die Bundeswehrmilliarden nicht an anderer Stelle bei anderen Projekten der Ampel auch wieder eingespart werden müssten. Also das wäre eine insgesamt elegante Lösung aus der Sicht von Olaf Scholz. Aber wir hatten ja gesagt, 100 Milliarden für den Bund, da waren die Grünen, also Bund heißt Bundeswehr, Militär, da waren die Grünen erst ordentlich verschnupft und dann haben sie sich aber doch gefreut. Ja, denn Christian Lindner hat in dieser Woche für eine handfeste Überraschung gesorgt, nämlich mit dem Versprechen, weitere 200 Milliarden Euro für die Klimawende zur Verfügung zu stellen, und zwar in den 4 Jahren bis 2026. Ja, mit anderen Worten, also pro Jahr 50 Milliarden Euro in den 4 Jahren der Ampelkoalition, was natürlich schon ein Statement ist, ne, und zwar insbesondere auch für den Vorsitzenden der FDP, der ja, sagen wir mal, grundsätzlich eher für strikte Haushaltsdisziplin eintritt. Deswegen freut sich der Grünen-Parteichef Umid Noripur umso mehr, kann sein Glück kaum fassen und sagt, Zitat, das sind 90 Milliarden mehr, als die GroKo beschlossen hatte. Also durchaus Anlass für Jubel, ist natürlich ein fettes Trostpflaster für die Grünen, da muss man nicht sagen, muss man nicht lange drüber reden. Lindner sagte, also seine internen Planungen, so hat er das im Fernsehen angekündigt, sehen also vor, bis 2026 200 Milliarden Euro auszugeben oder bereitzustellen, auszugeben für, wie er sagt, Klimaschutz, okay, Ladeinfrastruktur, okay, Wasserstofftechnologie, okay, und die Modernisierung der Industrie und die Abschaffung der EEG-Umlage, um die Menschen zu entlasten, hat er gesagt. Diese Mittel sollen aus dem Energie- und Klimafonds kommen. Das ist also so ein Fonds, der ordentlich beladen wird, vor allen Dingen durch Zertifikate, also durch das Geld, was Industrieunternehmen und wir alle ausgeben müssen, um CO2 ausstoßen zu dürfen. Also aktuell sind da 25 Milliarden Euro drin. Da sind jetzt nochmal 60 Milliarden durch diesen Nachtragshaushalt reingekommen, über den wir gesprochen haben, also über diese Umwidmung der Corona-Millionen für Klimaschutz. Die sind da jetzt auch reingeflossen, und im letzten
letzten Jahr zum Beispiel kamen über 5 Milliarden aus dem europäischen Emissionshandel. Also da kostet die Tonne CO2 Geld. Das müssen sich Industriebetriebe, Energieversorger kaufen. Und das Geld fließt in diesen Fonds. Und seit diesem Jahr fließen ja auch Emissionseinnahmen aus den Sektoren Wärme und Verkehr, die in Deutschland jetzt erhoben werden, auch in diesen Topf. Und das waren über 7 Milliarden Euro. Also kurz und gut, da fließt ganz gut Geld rein. Da ist jetzt auch schon ganz gut Geld drin. Und deswegen geht die Regierung davon aus, schreibt die SZ, dass diese ganzen 200 Milliarden in den nächsten 4 Jahren ausschließlich aus diesem Topf bezahlt werden sollen und nicht aus Steuereinnahmen. Mit anderen Worten, es handelt sich jetzt also doch nicht um eine Art Füllhorn, ja, wo Christian Lindner sagt, ja, wir hauen jetzt nochmal 200 Milliarden extra raus, sondern es geht im Wesentlichen um eine Art Kassensturz. Er geht davon aus, dass dieses Geld da ist. Aber trotzdem war natürlich der politische Knalleffekt da, ne? Natürlich ist das erstmal eine überaus eindrucksvolle Zahl, wenn er im Kern bekannt gibt, dass 200 Milliarden zur Verfügung stehen. Ja, und vor allen Dingen aber 90 Milliarden auch mehr sind, als sie bisher angekündigt haben. Also das ist schon eine Nachricht. Zu unserem nächsten und zugleich zum letzten Thema dieser Ausgabe. Wir müssen nochmal einen Blick auf die Corona-Situation werfen, Philipp, denn ich denke mal, die hat sich doch in den letzten Tagen wieder relativ dramatisch entwickelt. Natürlich ist das Thema Corona angesichts der politischen internationalen Lage so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber ich glaube, das wäre gefährlich, das völlig aus dem Blick zu verlieren. Denn man muss es so deutlich sagen, die Zahlen gehen doch in den letzten Tagen ziemlich durch die Decke. Ja, wir hatten ja Karneval. Und da hat natürlich, das hat die Infektionslage nochmal ordentlich angeheizt. In ganz Deutschland haben wir so zwischen 1000 und 2000. Inzidenz. Inzidenz. Aber man muss sich mal überlegen, wir haben uns mal Sorgen gemacht wegen Inzidenzen zwischen 30 und 50. Ja, jetzt haben wir das 20- bis 40-fache an Inzidenzen und bleiben bislang noch halbwegs entspannt. Wobei man sagen muss, es gibt auch Regionen in Deutschland, da ist die Inzidenz deutlich über 2000. Absolut, ich sage ja Karneval. Und da ging es dann doch im rheinischen Gebiet deutlich nach oben. Man muss sagen, auch die Zahl der Toten steigt momentan wieder an. Wir sind bei über 300 Toten pro Tag. Die Krankenhäuser sind stark belastet. Ja, wir haben da so Zahlen wie in der Pandemie 2020. Aber die Belastung der Intensivstationen geht runter. Klar, hängt immer ein bisschen nach, weil jetzt auch die Zahl der Inzidenzen runterging und jetzt erst wieder hochgeht. Und da geht es natürlich in den Intensivstationen nicht sofort auch wieder hoch. Aber ich denke, das dürfte dann irgendwann auch wieder ansteigen, weil eben die Zahlen in den Kliniken auch wieder hochkommen. Aber trotzdem, wenn man sich das Gesamtbild mal anguckt, hat man auf der einen Seite eine ziemlich dramatische Infektionsentwicklung. Aber ehrlicherweise muss man schon sagen, sieht es zurzeit nicht nach einer Überlastung des Gesundheitswesens aus. Die Krankenhäuser sind zwar stark belastet, so wie sie das eben 2020 mal waren, aber sie halten das bislang auch noch aus und es droht also jetzt eben keine Triage beispielsweise. Und vor diesem Hintergrund wird es natürlich besonders spannend, was denn jetzt tatsächlich in der Bundespolitik entschieden wird zum Thema Impfpflicht. Die Abstimmung dazu soll jetzt wohl Anfang April stattfinden, so ja. Sagt es jedenfalls der stellvertretende SPD-Fraktionschef Dirk Wiese. Ja genau, die erste Lesung sogar noch am 17., also 17. März, erst jetzt in einer Woche schon und dann richtig abgesegnet soll das Ding werden dann eben Anfang April. Und es liegen nach wie vor 3 Anträge vor, also keine Impfpflicht, Impfpflicht ab 18 und Impfpflicht ab 50, also allgemeine Impfpflicht für alle. Und Dirk Wiese, also stellvertretender SPD-Fraktionschef, sagte, die Zahl der Unterstützer für diesen Antrag ab 18, Impfpflicht ab 18, sei in den letzten Wochen weiter gestiegen. Zitat, Stand der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner jetzt 233. Das ist natürlich noch lange keine Mehrheit im Deutschen Bundestag, ne? Dafür bräuchte man, ich weiß nicht, ich glaube irgendwas 360, wenn ich mich nicht täusche. Also jedenfalls, wenn man eine absolute Mehrheit will, ne, wenn sich Leute enthalten, reicht auch weniger. Aber das sieht jedenfalls so aus, als wenn es da doch eine relativ breite Unterstützung geben dürfte. Wie gesagt, das hatten wir in der Lage schon ausführlich erklärt. Es wird verschiedene Anträge geben und es wird insbesondere keine Koalitionsdisziplin und keine Fraktionsdisziplin geben, sondern diese Abstimmung soll als sogenannte Wissensfrage behandelt werden. Ja, Philipp, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, hohe Infektionsquote, trotzdem das Gesundheitssystem ächzt, aber bricht nicht zusammen. Wie soll man denn vor diesem Hintergrund jetzt noch eine Impfpflicht rechtfertigen? Also ich finde, wir haben immer noch 20% Ungeimpfte. Da hat sich wenig dran geändert. Ich habe nochmal nachgeguckt. Aktuell gibt es pro Tag ganze 8000 Erstimpfungen. Das ist natürlich nicht viel im Vergleich zu den über 1 Million, die wir machen. Hatten. Ja. Also es gibt immer noch diese knapp 20% Menschen, die sich impfen lassen könnten, aber sich nicht
nicht impfen lassen. Und dass die Zahlen jetzt so hochgehen, liegt daran, dass wir mittlerweile auch weniger Maßnahmen haben. Die Leute sind einfach sorgloser. BA2, ich weiß nicht, ob es mittlerweile das Geschehen dominiert, diese neue Variante des Virus, aber spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Und BA2 ist eben noch mal ansteckender als Omikron es war. Und ich würde sagen, deswegen ist die Impfpflicht weiter richtig, um einer Herbstwelle eben vorzubeugen. Ja, und das ist, glaube ich, das zentrale Argument. Es geht ja nicht darum, die Omikron-Welle und auch nicht die BA2-Welle zu bekämpfen, sondern es geht darum, was möglicherweise passiert, wenn es im Herbst eine andere Welle gibt. Ne? Also im Moment kommen wir auch mit sehr hohen Inzidenzen klar, ne? Denn zum einen sind eben doch immerhin so 75% der Bevölkerung geimpft und Omikron ist vergleichsweise harmlos, führt also nur relativ selten tatsächlich zu sehr schweren Verläufen. Ja. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, Omikron bietet kaum Immunität gegen Delta und Co. Das sind also jedenfalls, was die Immunität angeht, nicht komplett getrennte Krankheiten oder Viren, aber doch eben relativ weit weg. Selbst wenn man Omikron hinter sich hat, ist man deswegen noch lange nicht vor Delta und Co. geschützt. Und welche Variante im Herbst kommt, das weiß einfach niemand. Und deswegen predigt ja Karl Lauterbach und predigen auch viele andere ExpertInnen schon seit Monaten. Wir müssen den Sommer jetzt nutzen, um für den Winter Immunität aufzubauen, die eben nicht nur vor Omikron schützt, sondern insbesondere vor den klassischen Corona-Varianten, denn sonst droht uns allen Ernstes ein dritter Corona-Winter. Und was ja noch dazu kommt, du sagst 75% sind zweimal geimpft und dreimal geimpft sind nämlich nur 55. Ja, wird aber also die Boosterquote. Weißt du, die Boosterquote ist nämlich auch nochmal richtig gering. Und wenn wir, da wir ja wissen, welchen enormen Unterschied das für den Impfschutz macht, ob du zweimal geimpft bist oder dreimal, spricht einfach alles dafür, diese Impfpflicht jetzt einzuführen und zwar gerne auch ab 18. Zumal, das haben wir ja auch gesagt, der Eingriff nicht so toll ist. Also das kann mir keiner mehr erzählen. Das Ding ist, ich weiß nicht, über 10 Milliarden Mal verimpft worden. Es gibt quasi keine Nebenwirkungen und die verlaufen mild. Also wir wiederholen uns da. Ich finde, der Eingriff ist gering und es sollte das geben. Klar, es ist immer noch eine Frage, wie es umgesetzt wird, aber davor sollte man sich nicht abhalten lassen. Unterdessen beschloss das Bundeskabinett in dieser Woche den Entwurf für eine neue Novelle des Infektionsschutzgesetzes. Mal wieder. Der Novelle liegt eine Einigung zugrunde, insbesondere zwischen Bundesjustizminister Buschmann und Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Und den Inhalt wollen wir jetzt nicht im letzten Detail nachzeichnen, aber die zentrale Botschaft ist, dass zum 20. März viele Maßnahmen fallen sollen. Aber, sagt Karl Lauterbach, alles öffnen, das ist natürlich nicht vorgesehen. Mit anderen Worten, immerhin die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr soll erhalten bleiben. Im Übrigen wird die Verantwortung für die Bekämpfung der Pandemie nun wieder weitgehend auf die Länder verschoben. Das ist ganz interessant, denn es ist im Grunde eine 180-Grad-Wende. Eigentlich hatte die Ampel die Kompetenzen der Länder systematisch beschnitten. Das hatten wir in der Lage auch vielfach kritisiert. Der Werkzeugkasten für die Länder ist immer kleiner geworden. Das war vor allem zurückgegangen auf das Betreiben der FDP. Da wird jetzt offensichtlich umgesteuert. Wie das genau zustande kommt, konnten wir jetzt so kurzfristig nicht klären. Mutmaßlich hat da jemand mal Tacheles geredet hinter den Kulissen. Jedenfalls macht die FDP jetzt wieder dabei mit, da die Verantwortung bei den Ländern anzusiedeln, Philipp. Denn die sollen jetzt quasi wieder die Entscheidungshoheit bekommen. Ja, sie sollen die Möglichkeit bekommen, durch Landtagsbeschlüsse, nicht Bundestags, sondern Landtagsbeschlüsse, wieder Maßnahmen wie 2G oder 3G-Regelung einzuführen. Also dass bestimmte Gebäude und Institutionen nur mit einer doppelten Impfung oder einem tagesaktuellen Test besucht werden dürfen, etwa wenn das Gesundheitssystem lokal vielleicht gefährdet ist oder wenn es eine neue gefährliche Virusmutation in Hotspots gibt, dann sollen die Länder also wieder eingreifen können. Aber insgesamt deutet doch viel auf eine große Lockerung zum 20. März hin. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das okay, ich finde das vertretbar, ich finde es auch gut, dass die Masken noch erhalten bleiben, weil die Masken wirklich ein geringer Eingriff sind. Nicht angenehm, nein, aber ich finde es auch kein Thema, vor allen Dingen, weil die Wirkung eben so groß ist. Umso wichtiger finde ich es aber, dass die Impfpflicht kommt. In diesem Zweiklang macht es Sinn. Wir öffnen, dadurch wird das Risiko größer, aber dafür haben wir auch die Impfpflicht, um dann im Herbst gewappnet zu sein. Ja, das würde ich unterschreiben, Philipp, und vor allem spräche das aus meiner Sicht auch für eine differenzierte Herangehensweise der Politik. Man würde nämlich auf der einen Seite sagen, jetzt akut können wir quasi sehr, sehr viele Maßnahmen streichen, weil die Situation akut eben unter Omikron und so nicht so bedrohlich ist, dass wir weiter gravierende Grundrechtseinschnitte noch rechtfertigen können. Zugleich aber arbeiten wir präventiv. Zugleich aber verpflichten
wir alle Menschen, quasi Vorsorge zu treffen, damit wir im nächsten Winter nicht wieder in eine kritische Pandemiesituation kommen. Und das ist ja zugleich quasi proaktiver Grundrechtsschutz, ne? Denn wenn wir jetzt nämlich nicht impfen, ja, wenn wir jetzt falsche Liberalität walten lassen in diesem Sommer, die Menschen weiter damit durchkommen lassen, sich nicht zu impfen, dann muss nämlich die Gesamtbevölkerung mutmaßlich oder jedenfalls mit einiger Wahrscheinlichkeit im nächsten Winter wieder drastische Grundrechtsbeeinträchtigungen hinnehmen. Insofern ist es quasi vorsorgender Grundrechtsschutz. Jetzt könnte eine Impfpflicht verhängt werden. Damit können wir im nächsten Winter auf drastische Einschnitte verzichten. Das wäre aus meiner Sicht eine wahrhaft liberale Regelung dieser Pandemiesituation. Damit sind wir am Ende mal wieder einer extrem langen Lage diese Woche. Aber wie ihr wisst, als treue Hörer und Hörerin, es gibt eine Kurzfassung, wobei dieses Wort Kurzfassung mir auch immer schwerer über die Lippen kommt. Denn eine Stunde geht die halt auch. Also es gibt auch eine Kurzfassung unter plus.lagedernation.org. Die nennt sich Lage kompakt. Könnt ihr separat abonnieren und bekommt dann immer eine auf rund die Hälfte eingedampfte Fassung der Lage. Natürlich werbefrei. So wie ihr auch eine komplett lange Fassung bekommt, ohne Werbung, bei plus.lagedernation.org. Ja, genau. Nur zum Verständnis, das ist ein und dasselbe Abo, aber ihr könnt es in eurer Podcast-App separat quasi abonnieren. Ja, das meinte, es ist ein Abo, ihr müsst nicht doppelt bezahlen für die Kompaktfassung, es ist ein Bezahlabo, aber es gibt dann verschiedene Feeds, wie das technisch heißt, sodass ihr das in eurer App separat regeln könntet, welche Fassung ihr hören möchtet. Genau. Damit würde ich sagen, winke, winke, vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank fürs Zuhören, klickt euch noch ein paar Tickets, lagedernation.org oben rechts oder in den Shownotes gibt es die Links zu den letzten Tickets. Und dann sagen wir, hören wir uns wieder nächste Woche, wenn ihr wollt. Genau, habt ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao. Tschüss.